Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei PAIRA, der Gesellschaft für politisches Wagnis. Sie haben unsere Einladung, denke ich, auf der Webseite gesehen, trotzdem zwei, drei Bemerkungen. Einmal zu Frau Dr. Gero und zu unserem Blick, also dem PAIRA-Blick auf das Thema Europa. Unser Thema heute: Europa am Scheideweg, ergänzt durch Frau Gero um die Aufforderung, Europa muss umgestülpt werden. Frau Gero ist, wenn ich das richtig summiert habe, seit nunmehr mehr als 20 Jahren mit diesem Thema Europa unterwegs, sehr leidenschaftlich unterwegs, in verschiedenen politischen und wissenschaftlichen Kontexten. Also sie ist aus meiner Sicht die ausgewiesene Europa-Expertin, die eben nicht nur über das Thema promoviert hat, sondern das Thema auch lebt. Und das in einer Zeit, die für Europa-Fans, also für die Fans, die eigentlich mehr interessiert sind an der Grundidee Europas, ja keine ganz einfache Zeit. Richtig, wenn ich das bewerten darf, sind Sie aufgetrumpft im öffentlichen Raum, gemeinsam mit einem Manifest von Robert Menasse, dem österreichischen Schriftsteller. Dieses wurde auch von anderen bekannten Personen aus dem internationalen Raum mitgetragen, zum Beispiel von Herrn Piketty oder von Gesine Schwan, von Ernst von Weizsäcker. Und einer der wichtigen Punkte, der jetzt zu sagen ist, ist, dass wir in Berlin ein European Democracy Lab haben seit 2014 durch Ihre Initiative. Und ich denke, das kommt nicht zu spät, aber alle sind, glaube ich, aufgefordert, die eben, wie gesagt, ein anderes Europa wollen als das, wie es sich gegenwärtig darstellt. Wie stellt es sich dar? Spätestens seit der Finanzkrise, seit der Ukraine-Krise, seit der Griechenland-Krise, seit der Flüchtlingskrise ist Europa immer näher an den Abgrund gerückt. Europa erstickt an den internen Widersprüchen, an den nationalen Egoismen und an der Sparpolitik, an der Austeritätspolitik. Die Hinwendung der besorgten Bürger zu Rechtspopulisten, Nationalisten, Demokratiefeinden lässt Europa gegenwärtig erzittern. In Ungarn, in Polen, in Dänemark, in Schweden, in Großbritannien, in Frankreich und jetzt sogar noch in der Schweiz sind die Rechtspopulisten inzwischen ein Machtfaktor. Auf deutschen Straßen und auf deutschen Plätzen kennen wir, lärmen die Pegida und AfD und nicht nur das, Rechtsradikale verüben Terror und üben Gewalt aus. Flüchtlingsheime werden mit Brandanschlägen überzogen. Also das solidarische Europa der Gleichheit und der Demokratie rückt ein wenig in die Ferne. Was passiert dadurch? Am Ende könnte es sein, dass das Vereinigte Europa nicht mehr da sein wird. Deshalb wollen wir heute beginnend und sicherlich auch im nächsten Jahr fortsetzen, die Diskussion über Europa zu führen. Ich freue mich, dass Frau Gero, die in Europa so stark nachgefragt ist, wie nicht allzu viele, sich doch die Zeit genommen hat, auch in diesem kleinen Kreis mit uns über das Thema Europa zu reden.
Klein ist der Kreis hier, aber wir haben ja Gott sei Dank auch das Internet. Alles wird aufgezeichnet, was an Matineen hier bei uns läuft. Und insofern erreichen wir dann doch viele. Es könnten natürlich noch mehr sein, aber sicherlich sind es schon viele. Und ich denke, dass wir uns auf einen langen Weg machen müssen und dass der Kampf, auch wenn ich so beschrieben habe, noch nicht verloren ist. Ich nehme an, Sie sehen es ähnlich, sonst säßen Sie heute nicht hier. Sie werden sich sicherlich, denke ich, mit aller Kraft und ein wenig dann auch mit unserer Unterstützung auf den weiteren Weg machen, das zu verhindern, was uns die Demokratiefeinde zurzeit zumuten. Frau Gero, bitte. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich fange gleich mal an mit dem Kleinen. Klein ist gut, ja. Also ich glaube wirklich, dass kleine Runden einfach die fruchtbarsten sind, weil es einfach eine Unmittelbarkeit hat. Und insofern ist eigentlich nur schade, dass Sie 10 Meter weit weg sitzen. Ich würde auf 4 Punkte gerade jetzt direkt diese, also insofern danke fürs Hiersein und für die Kleinheit, was so einen autochthonen Charakter eigentlich hat. Ich mache mal ganz 4 kurze Punkte zu der netten Einführung, die ich bekommen habe. Man muss schon unterscheiden zwischen dem Manifest, was ich mit Robert Menasse geschrieben habe im März 2013 und diesem Aufruf für ein anderes Europa, was gekoppelt ist an diese Postkarten, die Sie jetzt, glaube ich, haben. The European Republic is under construction. Da auf diesen Postkarten ist so ein Barcode hinten, da kann man das einscannen, dann kriegen Sie diesen Aufruf und den haben in der Tat Ernst Ulrich von Weizsäcker, Gesine Schwan, Sigismund Baumann, Piketty, Menasse alle unterschrieben. Das ist aber ein Aufruf von der Mitbegründerin des European Democracy Lab, Viktoria Kupsch, die das wiederum zusammen gemacht hat mit den Jugendlichen ihrer Generation, also alles so 30-somethings engagierte Europäerinnen. Und das hat natürlich konzeptuell mit dieser Europäischen Republik viel zu tun, ist aber nicht das Gleiche. Das möchte ich ganz ausdrücklich sagen. Ja? Das ist auch nicht meine Energie im Wesentlichen, die in diesem Aufruf steht. Das Manifest mit Robert Menasse, das würde ich gerne als 2. Punkt sagen, dass Sie so die Herleitung dessen verstehen, was hier jetzt hoffentlich passiert an diesem Vormittag, aber auch die Dynamik, in der ich stecke. Das würde ich Ihnen gerne irgendwie doch so ein bisschen brühwarm, wie man auf Rheinisch sagt, erzählen dürfen. Die Postkarte, die Sie in der Hand halten, die habe ich gedruckt nach ganz vielen Gläsern Rotwein im April 2012, als ich zurückkam nach dem EU-Gipfel, wo das Zypern-Ding beschlossen wurde, was ja erst nicht funktioniert hat, dieses Bail-In. Ja, und ich aus irgendeinem Grund an diesem Montagmorgen um 9 Uhr einen Termin hatte mit einem Mitarbeiter von Rompuy. Und dieses Ratsgebäude, wo ich dann um 9 Uhr war, war sowas von gespenstisch leer. So leer, dass man reingreifen konnte, also einfach physisch, emotional feststellen konnte, hier funktioniert irgendwas nicht mehr. Man geht nicht montags morgens in so ein, ja, so. Und das war für mich so ein It's finished Moment, ja. Und da man halt selber seinen Großteil seines intellektuellen Berufslebens verknüpft hatte mit dieser Europa-Idee, passiert ja was bei einem, ja. Also das ist ja so dieser therapeutische Effekt, so What did I run for? Ja, was habe ich denn eigentlich gemacht, diese 20 Jahre Ever Closer Union, Schäuble-Lamas-Papier, also so, ja. Und ich brauchte wirklich so einen Witz für mich, ich brauchte wahrscheinlich so ein therapeutisches Moment, um über diese Hürde zu kommen, dass man sich vielleicht selber verlaufen hat in einem Projekt, was nicht funktioniert. Ja? Und dann habe ich diese Postkarten gedruckt, 40 €, 500 Stück. Und dann hatte ich die irgendwie immer dabei und ich weiß noch, wie ich mir an dem Abend gesagt habe, das schicke ich an den Weltgeist von Hegel. Ja, das muss jetzt hier mal irgendwie anders aufgelöst werden. Und danach bin ich halt, jetzt haben wir 3 Jahre später, mit diesen Postkarten sprichwörtlich, ich hatte die immer in der Handtasche, ja, und habe die überall hingelegt, so in Cafés oder in U-Bahnen oder auch, wenn man so Postkarten kauft, habe ich die da reingestellt und mich immer gefragt, was eigentlich die Verkäuferin macht, wenn sie 1 € kassieren soll für eine Postkarte, die gar nicht, ne, im Sommer, wenn die so draußen stehen. Und habe dann nur beobachtet, was passiert. Und was ist passiert? Was passiert ist ganz oft, ist, dass die Leute das genommen haben und dann kam so, ach, guck mal, das ist ja süß. Oder guck mal, hast du es schon gesehen? Oder was ist da? Aber es war immer emotional eine positive Reaktion. Ja? Und dann habe ich mal darüber
darüber nachgedacht, was denn emotional da passiert. Und ich glaube, emotional passieren zwei Sachen. Das eine ist eine Verschiebung von dieser blauen Fahne, die einfach 12 Sterne negativ konnotiert ist inzwischen, zu einer Fahne, die offensichtlich Sympathiewerte erzeugt, nämlich so der Barcode von Rem Koolhaas, den habe ich ja genommen aus dem Internet. Also jeder kann sich wiederfinden. Der erste Reflex ist einfach, dass jeder sich sucht. Ach, guck mal, ich bin da. Hier die Griechen da, die Belgier und so. Ne? Und der zweite Reflex ist offensichtlich, dass der Begriff Republik eine andere emotionale Konnektierung in unserem, ich sag mal, kulturphilosophischen Hintergrund hat, als der von Integration oder Föderation. Ja? Und dann habe ich einfach angefangen, darüber nachzudenken, woran das denn liegt, weil natürlich Integration, Föderation eigentlich formal entkernte Organisationsbegriffe sind, während die Republik natürlich normativ gebunden ist, Res Publica, wir kennen das alle, Platon, Aristoteles, Rousseau, Kant, Cicero, ganz egal, ob man sich in der Schule damit befasst hat, intuitiv hat die Republik offensichtlich eine andere Wärme. Ich lasse das übrigens im Moment gerade linguistisch austesten, ja, weil ich jetzt, es kommen ja im Moment interessanterweise ganz viele Leute auf mich zu, darunter eine Linguistin aus der Uni Münster, die mich gefragt hat, wie sie mir helfen kann. Der habe ich gesagt, wunderbar, ich brauche mal eine Umfrage über die emotionale, also eine linguistische Umfrage über die emotionale Akzeptanz des Begriffs der Republik im Gegensatz zur Föderation. Die macht mir das jetzt. Ich finde das ganz toll, ja, wie auf einmal so verschiedene Akteure ins Spiel kommen. Das dritte ist, was Sie gesagt haben, anderes Europa. Ja? Und das war natürlich genau die Idee, dass man überhaupt wieder einfach eine Tür aufbraucht, um über Europa diskutieren zu können. Denn nachdem ich halt sehr viel Europa in meinem Leben hatte, aber vor allen Dingen in den Jahren seit Eurokrise, also so ungefähr ab 2009, immer diese vertikale Dichotomie hatte. Ja, ich wurde ja zu unzähligen Konferenzen eingeladen, die hatten immer drei Titel. Ja, die Zukunft Europas, Europe at the Crossroads und mehr oder weniger Integration. Ja, das konnte man wahlweise sich aussuchen. Niemandem ist irgendwie eine andere Fragestellung für so eine Diskussion eingefallen. Und irgendwann wird einem sehr schnell klar, dass natürlich die Fragestellung des Denken strukturiert. Das heißt, in dem Moment, wo ich das frame als mehr oder weniger, kommt halt am Ende auch mehr oder weniger raus. In diesem Fall halt weniger, ja? Weil das mehr Europa, mehr Integration natürlich nicht mehr darstellbar ist, ja? Unter gegebenen Bedingungen der Postdemokratie, die ja inzwischen auch wissenschaftlich ausgeleuchtet ist, ist das mehr Europa oder ein Einsatz für dieses Europa einfach nicht mehr darstellbar. Also war die Überlegung, dass wenn wir da raus wollen und sozusagen das europäische Projekt nicht verlieren wollen, müssen wir das Framing aufknacken wie so eine Nuss. Wir müssen raus aus diesem vertikalen mehr oder weniger, mehr Integration. Wir müssen überhaupt in ein anderes Europa. Und wenn Sie das sozusagen über diese Postkarte erreichen, dass wir sagen, Vereinigte Staaten von Europa war gestern, wir machen jetzt Europäische Republik, passiert ja genau, dass sie überhaupt mal eine Weiche oder eine Tür aufmachen, um die Diskussion für ein anderes Europa überhaupt wieder zuzulassen, weil es eben nicht mehr um dieses Europa vertikal geht. Ja? Das war der Trick, den wollte ich erreichen. Und im Grunde habe ich wahrscheinlich intuitiv diese zwei Mittel dazu gehabt, also einmal das sozusagen das Bildliche, ja, diesen Barcode weg von der Fahne und das Linguistische weg von dem Begriff Vereinigte Staaten von Europa. Vor dem Hintergrund, dass wir 50 Jahre Zeit hatten, also die Nationalstaaten in diesem Fall Zeit hatten, eben jenes Ever-Closing-Projekt zu machen und de facto nicht gemacht haben und nach mit einiger Wahrscheinlichkeit heute immer weniger dazu in der Lage sind, es zu machen. So, ja. Und das war die Idee. So. Und wenn man das dann, und insofern ist ja alles, was ich mache, inklusive heute die Veranstaltung, nur ein einziges Weiterdenken, ja, an diesem, wie man so einen Wollknäuel hat, wo man irgendwie immer mehr zieht und dann kommt was, hat das einen dann schnell dazu geführt, dass das andere Europa ja genau das ist, was, letzte Reaktion auf Ihre Einführung, das ist, was die Populisten machen. Der Bernd Lucke oder die Marine Le Pen stellen sich ja nicht hin und sagen, sie wollen kein Europa. Die wollen nur dieses EU-Europa nicht. Ja? Und dann, sie sind ja absolut europäisch. Ja? Lesen Sie jede Rede von Marine Le Pen, absolut europäisch. Ja? Nur nicht dieses deutsche Europa oder dieses EU-Europa, Bernd Lucke genauso. Mhm. Ne? Anderes Europa, in diesem Fall dann Nordeuro, wie auch immer, aber anders. Ja? Und dann ist mir klar geworden, dass wenn wir das wirklich im Sinne einer politischen Auseinandersetzung, und ich bin übrigens nicht bei Politik ist Konsens, sondern Politik ist erstmal Streit, ja, und damit emotional zu besetzen, wenn wir wirklich diese Auseinandersetzung, die wir ja vielleicht in wenigen Jahren mit Megafonen auf irgendwelchen Plätzen machen müssen, wenn wir diese Auseinandersetzung gewinnen wollen, dann ist das erste Ziel, wir müssen den
Populisten in Anführungsstrichen, ich differenziere das gleich nochmal aus, wir müssen den Populisten das andere Europa wegnehmen. Wir müssen das machen. Wir müssen das selber anders machen. Ja? Und zwar anders, also einfach stehlen, den Diskurs stehlen. Ja? So, und dann, was müssen wir denen stehlen? Und zwar müssen wir ihnen tatsächlich, glaube ich, die emotionale Besetzung des Projektes stehlen. Und das kann man wiederum politikwissenschaftlich runterbrechen auf zwei Sachen. Ich fange mal mit den Franzosen an. Was hat die Marine Le Pen gemacht? Ich habe dazu was geschrieben, ich sage das mal hier, wer das lesen will. Ich habe 40 Seiten im Leviathan, das ist die Deutsche Zeitung für Soziologie 2015, ja, habe ich mich mal mit der Marine Le Pen auseinandergesetzt. Und wenn Sie die Reden von Marine Le Pen lesen, wird Ihnen eins sofort klar, die hat den Franzosen die Republik gestohlen. Marine Le Pen ist die Republik. Die stellt sich hin und sagt, je suis la République. Ja? Das heißt, die hat das französische, um das mal ganz verkürzt zu sagen, die hat das französische Kulturgut besetzt in einer Art und Weise, dass diese, wie sie dann eben sagt, la classe UMPS, ja, die UMP und die PS zusammengezogen als das Establishment, das nicht mehr getan hat vor lauter europäischem Semester und einer im Grunde formell entkernten Begrifflichkeit. Und gegen diese formell entkernte Begrifflichkeit hat Marine Le Pen sich in einer Inszenierung von Jeanne d'Arc, ja, und Marianne zugleich, weil es gibt ja die katholische Jeanne d'Arc, ist ja sozusagen die eine große französische Erzählung und die andere ist diese Marianne, ja, die Brust, die Fahne, die soziale. Der Front National, das muss man wissen, macht sein jährliches Treffen am ersten Sonntag im Mai immer an der Statue von der Jeanne d'Arc im ersten Arrondissement von Paris. Das heißt, die fast mythologische Besetzung, was der Front National da macht, von Begriffen der französischen Erzählung der Republik, ist für mich das Einschlägigste, was die Marine Le Pen geschafft hat. Und der offizielle Diskurs ist halt immer nur, oh, was passiert denn da in Frankreich und jetzt haben die so viel Arbeitslosigkeit und aggrediert. Also sozusagen der offizielle Diskurs kommt da gar nicht dran, weil wir diese Erzählstrukturen nicht mehr berücksichtigen. Ja? Die andere Erzählstruktur, die die Marine Le Pen sehr geschickt macht, sind die Regionen, les régions. Ja? Brabant, Savoyen, ja, das hat doch einen Resonanzboden. Ja? Und wenn Sie das lesen, was die Marine Le Pen jetzt im Parteiprogramm hat, das ist Regionen, Regionen, Regionen. Lega Nord übrigens das Gleiche, FPÖ übrigens das Gleiche. Ja? Jetzt, weil mir ja gesagt wurde, ich kann hier einen Chart sozusagen ex post in die darin einbauen. Was wichtig ist zu verstehen, ich will nur mal diesen einen Chart hier in die Höhe halten, ist, dass wir dahinter natürlich einen politischen Diskurs haben, der wahnsinnig von einem Stadt-Land-Gefälle geprägt ist. Ja? Ich zeige jetzt nur mal gleich die Karte für Frankreich, die ist diese hier. Ja? Rot ist Arbeitslosigkeit, schwarz ist Marine Le Pen. Das, was rot ist, sind ländliche Regionen. Auch hier ist ja der eigentliche Punkt, dass in dem sozusagen offiziellen Diskurs der Europäischen Union, der ja lautet, Frankreich kann keine Strukturreformen machen und so weiter, wir vor lauter aggregierten Daten dem Wald, also die Bäume nicht mehr sehen. Ja? Also wir kommen über die Aggregation unserer Daten und wie das im öffentlichen Diskurs verhandelt wird, gar nicht mehr zu der eigentlichen Problematik zu in Frankreich, dass da lautet, es gibt ein Stadt-Land-Gefälle. Und sehr verkürzt gesagt, haben die Franzosen natürlich auch so eine Art Hartz-IV-Reform versucht. Können wir jetzt mal, lassen wir das mal wertfrei, ob das jetzt positiv oder negativ ist, aber sie haben es versucht. Während der deutsche Diskurs ja sagt, die Franzosen haben nie versucht zu reformieren. Nein, die Franzosen haben versucht zu reformieren und ganz viel reformiert. Was in Frankreich schiefgegangen ist, ist, dass man mit diesen Reformen im Gegensatz zu Deutschland im Wesentlichen nur die Ballungsgebiete mitgezogen hat, also Lyon, Bordeaux, Paris, und das Land komplett weggebrochen ist. Und das ist die Karte, die ich gezeigt habe. Land gleich Arbeitslosigkeit gleich Frommer. So. Das heißt, dass diese Land... Ganz kurz, ja? Übrigens, die Slides, die 2, 3, 4 oder 5 noch kommen werden, die bauen wir ein in das Video. Wir haben uns darüber verständigt, sind ja sonst eine medienfreie Veranstaltung, bis auf das Audio und die Aufnahmen, aber hier werden wir das zur Unterstützung der Argumentation einbauen. Und das ist eigentlich schon der letzte Punkt, dass wenn man also hinguckt sozusagen, warum gelingt denn durch die Populisten, Anführungsstriche, die Besetzung des anderen Europas so gut,
ja, dass man sich einfach mal klar macht, mit welchen emotionalen Erzählsträngen die operieren. Und das eine ist halt der Republikbegriff, das andere ist, ich sage das, der Regionenbegriff, der natürlich auch sozusagen fast mythisch konnotiert ist. Ja, es geht immer um Raum, es geht um die Scholle, es geht um das Autochtone, das Identitäre, es geht um den Begriff der Heimat. Und diese beiden Begriffe, also das Bürgerliche, die Republik, die Respublika, also alles, was sozusagen insinuiert wird mit diesen Begriffen, ohne dass sie das immer auffächern, aber Republik bedeutet natürlich intuitiv politische Gleichheit, ja, dass diese Bedienung, das wird nicht bedient im offiziellen Diskurs, und das ganze Regionale und was da mitschwingt, wird auch nicht bedient. Und damit wäre halt die These, dass die, dass sozusagen hinter einer, der Erfolg der Populisten, vor allen Dingen in ländlichen Räumen, gilt übrigens auch für UKIP, ja, also den höchsten Erfolg hat UKIP in Nordengland, was auch so eine desindustrialisierte, verwaiste Region ist. Der große Erfolg der FPÖ liegt in den ländlichen Regionen in Österreich und so weiter und so weiter. Wenn man das mal versteht, dann kann man auch verstehen, warum die eben auf der Besetzung von Begrifflichkeiten surfen können, die der offizielle Diskurs gar nicht mehr bietet, weil der offizielle Diskurs ist immer nur einer über Strukturreform, aggregierte Daten, Arbeitslosigkeit, Integration, Multilevel-Governance, whatever. Ja, es sind jedenfalls Begriffe, die keine Wärme generieren. Ja? Und dann habe ich einfach gedacht, so, dann müssen wir uns das zurückholen. Wir müssen uns, wenn wir das europäische Projekt nicht verlieren wollen, müssen wir uns diese Begrifflichkeiten, mit denen Gesellschaft funktioniert, weil Gesellschaft ist eben was anderes als ein politisches System, ja, das gehört, muss man halt zusammendenken, müssen wir uns diese Begriffe, die der gesellschaftliche Kitt sind, die müssen wir uns im offiziellen Diskurs zurückholen und wieder besetzen. Und das ist eigentlich sozusagen das, was ich jetzt versuche. Ich schreibe jetzt ein Buch, das heißt die Europäische Warum Europa eine Republik werden muss, eine politische Utopie, die ich am letzter Satz an 4 Kapiteln festmache. Den Begriff der Republik, Bundesrepublik, also bevor wir Deutschland waren, waren wir ja auch Bundesrepublik. Ja? Jetzt brauchen wir schon Schlösser, kann man sich auch mal fragen, warum wir jetzt Schlösser brauchen, ja? Im 21. Jahrhundert, aber andere Diskurse. Der Republikbegriff generiert den Begriff der Bürgerlichkeit. Der Republik dekonstruiert die Nationalstaatlichkeit, weil natürlich ist die Republik transnational, ja, in der Anlage. Übrigens ganz interessant, haben Sie mitbekommen, dass als Orban gewählt wurde, hat ja der Staatsname Ungarns, ist ja nicht mehr Ungarische Republik, sondern Ungarn. Ja, ganz interessant, weil was wird damit ja gemacht? Eine ethnische Konturierung von Ungarn. Respospolita, La République Française, La Repubblica Italiana. Was ich damit sagen will, ist, der Republikbegriff ist komplett anschlussfähig im europäischen Kulturgut, was ja keinen wundert, weil wir machen das einfach seit Platon, machen wir Republiken, wenn wir in Europa an politische Einheiten denken. Ja? Also ist die erste Argumentation, wir sollten den Republikbegriff für das politische Projekt Europas wieder gewinnen und besetzen. Letzte Fußnote zu dem Thema. Sie haben sicherlich mitbekommen, dass Sarkozy ja jetzt seine Partei umgenannt hat, die UMP, ja, in was? Les Républicains. Ja? Mhm. Hat ja Sarkozy mindestens mitbekommen, dass er sich die Republik nicht von Marine Le Pen stehlen lässt. Ja? So. Ich muss noch eine Fußnote machen. Mir ist natürlich völlig klar, dass man sozusagen die Negativkonnotierung immer mitdenken muss. Ja? North Korean People's Republic oder, ja, also natürlich ist der Republikbegriff oder die Republikaner in Bayern. Ja? Trotzdem glaube ich, dass der Missbrauch des Republikbegriffs durch die Falschen das eigentliche Problem ist. Und wenn wir den wieder besetzen könnten, positiv, was damit gemeint ist, hätten wir einen begrifflichen Rahmen für das europäische Projekt. Jetzt muss ich noch eine Fußnote machen, ich funktioniere einfach immer leider so wahnsinnig assoziativ, aber vielleicht haben Sie, meine Gliederung ist immer noch die 4 Punkte des Buches, aber noch eine Fußnote zum ersten Punkt. Sie haben vielleicht diese Sendung von Günter Jauch gesehen, wo der Björn Hacke kam, Pegida, und dann, als er das erste Mal das Wort ergriffen hat, die Deutschlandfahne ausgerollt hat und sich da drauf gesetzt hat, ne? So. Und dann sah man ja Justizminister Maas, dem die Kinnlade runterfiel, und Günter Jauch, der natürlich die Diskussion nicht mehr im Griff hatte. Und ich habe tatsächlich fast meine Bierflasche fallen lassen vor dem Fernseher, weil der Hacke sich natürlich auf die Fahne gesetzt hat und gesagt hat, ich bin das Volk. Ja? Mhm.
Und dann habe ich gedacht, die Reaktion von sowohl Jauch, aber vor allem von Maas, sich davon abzugrenzen, war genau die falsche. Und das erhärtet jetzt vielleicht mein Argument, weil wenn ich der Maas gewesen wäre, hätte ich gesagt, Moment mal, ich bin Minister, ich habe auf diese Fahne einen Eid geschworen, einen Amtseid. Das ist die bundesrepublikanische Fahne des deutschen Grundgesetzes und überhaupt die Fahne, die Ihnen erlaubt, das zu sagen, was Sie jetzt sagen, obwohl ich mit dem nicht konform gehe. Und Sie geben mir jetzt ein Stückchen von dieser Fahne, weil diese Fahne überhaupt die Grundlage ist für das, was wir hier tun, nämlich diskutieren. Ja? Und in dem Moment, wo das nicht passiert ist, ich werde den Brief an Maas übrigens auch noch schreiben, ja, ich hatte nur noch keine Zeit, in dem Moment, wo das nicht passiert ist, überlassen wir, und das passiert ja jetzt, überlassen wir sozusagen die Fahne dem völkischen Spin. Ja, das heißt, die Fahne wird auf einmal zur Deutschlandfahne und sie wird auf einmal national konturiert und Pegida hält die deutsche Fahne hoch gegen Flüchtlinge, gegen. Sie ist aber nicht mehr die bundesrepublikanische Fahne, auf der sozusagen der freiheitliche Diskurs überhaupt stattfinden kann. Zur das Ehrenrettung der anderen Teilnehmer. Frau Reschke hat sich ja dagegen verwahrt. Genau. Ja, ja. Hat gesagt, Sie sind nicht das Volk. Ganz genau. Sie und möchten da, es genau, sein, aber Sie genau. sind es nicht. Und da liegt nämlich die, also ja. erstmal passiert das, was in dieser Fernsehsendung passiert ist, in Ungarn, in Polen, wo ja die EU-Fahne abgenommen wurde am Tag der neuen Regierung, haben Sie vielleicht mitbekommen. Mhm. Und ich habe im Internet 3 Stunden lang gesurft, um eine Äußerung von Tusk, wahlweise Juncker oder Schulz dazu bekommen, dass die Fahne runtergenommen wurde. Wir wissen ja aus der Symbolik, dass das Herunternehmen einer Fahne eine Kapitulation ist. Ja? Sie nehmen die Fahne ab. Aber das EU-Europa hat auf diese symbolische Kapitulation genau nicht regiert, nicht öffentlich reagiert. Ja? Das heißt, wir haben schon kapituliert. Das muss man in der symbolischen Mächtigkeit einfach auch mal verstehen. Ja? Und nochmal zurück zu diesem Wir sind das Volk, diesem Argument und warum die Republik so wichtig ist. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir uns die Republik nicht stehlen lassen. Weil das, was gespielt wird, sozusagen ideengeschichtlich ist ja, dass wir, wenn wir das zulassen, dann lassen wir zu, dass im rousseauschen Sinne, Volonté de tous, Volonté générale, ein Volk gestellt wird gegen die Obrigkeit. Erstmal muss man verstehen, dass das genau das revolutionäre Element der französischen Revolution ist. Immer wenn ein Diskurs so konturiert ist, dass man nicht mehr gemeinsam auf einer republikanischen Fahne den Diskurs organisiert, sondern das Volk gegen die Obrigkeit gestellt wird, ja? Dann sind wir im vorrevolutionären Zeiten. Das ist das, was Marine Le Pen sagt. Die sagt, je suis le peuple, la République, la classe UMPS. Das ist, was Björn Höcke macht. Ich sitze hier, ich bin das Volk. Sie, Herr Maas, Sie sind irgendwo da oben. Ja? Wenn uns das entgleitet, entgleiten uns die zentralen Begriffe von Demokratie, nämlich die Volonté générale, die, dass ein System die den allgemeinen Willen sozusagen abbildet und wir stellen die Volonté de tous, den addierten Willen der Einzelnen in der Masse gegen die Obrigkeit. Das ist das zentrale Element von Revolution. Ne? Und wenn wir das abgleiten lassen als Diskurs und im rousseauschen Sinne die Volonté générale nicht mehr halten, dann haben wir ein Problem, weil, das muss man dazu sagen, am Ende kriegt man dann eine plebizitäre Bewegung. Ne? Darum geht es ja auch, wir wollen jetzt mal abstimmen, wir sind das Volk. Und da kann ich als Historikerin nur sagen, plebizitäre Bewegungen gehen einfach meistens schief in der Geschichte. Ja? Das ist tatsächlich ganz gefährlich und da gilt einfach der Satz, dass die Mehrheit der Straße keine Demokratie ist. Ja? Wir wissen aus dem alten Griechenland, dass die Athener-Demokratie Sokrates der Mob hat Sokrates hingerichtet. Ja, das heißt, die Mehrheit der Straße ist keine Demokratie, weil die Demokratie formal ja gar nicht sozusagen normativ konnotiert ist. Wenn die Mehrheit der Straße etwas normativ nicht Richtiges macht, ist die Mehrheit der Straße keine Demokratie. Und genau das fangen Sie ein mit dem Begriff der Republik, weil der Begriff der Republik normativ gebunden ist. Das heißt, die Republik ideengeschichtlich ist nicht wie der Staat das Recht auf Nicht-Einmischung, sondern die Republik ist das Recht auf nicht von Willkür regiert zu werden. Und nicht von Willkür regiert zu werden, ist ja genau das, was Sokrates erleiden musste in der Anführungsstriche, Demokratie des alten Athens. Insofern kann ich nur sagen, wir müssen da ganz genau hingucken und wirklich mal scharf stellen, was da
gerade mit unserem Vokabular passiert, wenn wir diese Begriffe nicht scharf stellen, ständig von Demokratie reden, nicht klarkriegen, dass die Mehrheit der Straße noch keine Demokratie ist und uns dafür aber den Republikbegriff von den Populisten in diesem Fall de facto klauen lassen. Aber ob das deutsche Bürgertum mit der Begrifflichkeit stehlen mitgehen würde, wage ich zu bezweifeln. Und nochmal zum Maß zurück. Aus meiner Sicht ist das Tragische, dass die Zivilbevölkerung ja auch bisher nicht richtig zu erkennen gibt, wie sie sozusagen diesem Demokratiefeinden eigentlich entgegentreten will. Ich war erstaunt, dass Angela Merkel sehr früh sagte, mit euch reden wir nicht. Maas und Gabriel, insbesondere Gabriel, hatte eine ganz andere Position. Man muss mit ihnen reden, ohne sich vorher, so wie Sie es jetzt ausgeführt haben, darüber klar zu sein, worüber wollen wir mit ihnen reden. Wollen wir mit ihnen darüber reden, dass sie uns die Republik nehmen? Oder reden wir mit ihnen darüber, dass das, was da passiert, einfach mit sozusagen unserem Grundgesetz nicht mehr kompatibel ist? Und all das, was da an später Reaktionen erfolgt ist, hat ja mit dazu beigetragen, dass inzwischen eben nicht nur die AfD eine Politik macht, die demokratiefeindlich ist, sondern in den Versuchen darauf der etablierten Parteien sind die fast in der Falle drin, diese Politik vorwegzunehmen. Also nur jetzt als Fußnote und wirklich ganz schnell, aber die Republik war ja nur Punkt 1 dieser 4 Kapitel. Ja, das zweite ist natürlich Parlamentarismus nach Montesquieu Gewaltenteilung. Also wenn wir die EU als demokratisch-parlamentarisches System oder nicht die EU, aber das zukünftige europäische Projekt ernst nehmen wollen, brauchen wir natürlich einen anderen Parlamentarismus. Kann so nicht gehen. Ja, wir brauchen den Gleichheitsgrundsatz für alle Bürger. Wir brauchen Montesquieu Gewaltenteilung. Wir müssen einfach wieder, wenn wir das europäische Projekt ernst nehmen, bei den grundfesten demokratietheoretischer Forderungen an kommen, die im derzeitigen Setting von Trilogie in der EU einfach nicht gewährleistet sind. Ja. Punkt 3, die Regionen. Ja, wir müssen natürlich überlegen, wie wir den Regionen eine andere Wirkungsmächtigkeit im institutionellen System erlauben. Das ist das dritte Kapitel meines Buches. Und natürlich 4, gekoppelt an die ersten 3. Wir sollten vielleicht mal darüber nachdenken, wie wir wieder an andere Wirtschaftsordnungen kommen, die im Grunde natürlich auch europäische Traditionslinien sind. Ich sage jetzt nur mal, die Unterschiede zwischen Begriff und Eigentum scheint mir ein ganz zentraler zu sein. Ja, wir haben ja Jahrhunderte alte Traditionen über den Begriff des Besitzes, der ja nach Goethe, wenn du etwas geschenkt bekommst, musst du es dir erwerben, damit du es besitzt, einfach mal ganz klar macht, dass geschenktes Erbe nichts ist, was einem gehört. Ja? Also wenn man sozusagen den Besitz nicht der Allgemeinheit öffnet. Ja. Und in dem Moment, wo wir von einem Besitz denken, dass man besitzen darf, wenn man einfach alle Pachtverträge, 99 Jahre ist man hier auf der, so, da sind wir weg in so eine Eigentumsordnung. Und diese Eigentumsordnung holt uns jetzt ein, weil Erbrecht, weil Finanzkonzentration und so weiter, das müssen wir jetzt mal hier außen vor blenden. Jetzt aber zu dieser Frage, das waren jetzt nur noch mal die 4 Punkte. Und da bin ich tatsächlich, gehe ich nicht konform mit vielem, was sozusagen im Diskurs gesagt wird. Ich habe jetzt gerade, ist ganz witzig, dass Sie sagen, Zivilgesellschaft, wie gehen wir mit denen um, was haben wir denn da getan? Ich habe gerade tatsächlich 20 Seiten für die Humboldt geschrieben über den Begriff der Zivilgesellschaft, der mich ärgert oder von dem ich glaube, dass er in die Irre führt. Also dass wir, was ich damit meine ist, wenn wir das sozusagen, wie diskutieren wir mit denen? Da gibt es 2 Punkte. Das eine ist natürlich, und das nehme ich nicht an als Argument, dass sozusagen die Zivilgesellschaft ja, hat ja immer so eine positive Konnotierung. Wir wollen ja das Bessere. Ja? In dem Moment, wo sie das machen, sprechen sie den Pegida-Leuten ab, zivil zu sein. Die sind auch zivil, sind nämlich auch Bürger. Ja? Das heißt, diese moralische Überlegenheit, die halt oft in der Insinuierung von Zivilgesellschaft, wir sind ja die aktiven, kritischen Kräfte der Gesellschaft und wollen hier das Bessere, spricht im Grunde ab, dass die, die da bei Pegida stehen, einen für sich normativ begründeten Claim haben. Nämlich, mir wird was genommen, meine Heimat, ich will halt Religion, was auch immer die haben. Ja? Aber die positive Konnotierung von Zivilgesellschaft, die nicht einpreist, dass die anderen eben auch erstmal zivil sind, ist die Erosion der Demokratie in der Form, wie ich es eben beschrieben habe. Deswegen wende ich mich schon
einerseits gegen die moralische Überlegenheit, die oft generiert wird. Zweitens muss man ja erkennen, dass wenn wir jetzt sagen, die Zivilgesellschaft ist super aktiv und fixt das jetzt alles, das glaube ich nicht. Also das, was ja passiert, ist, dass wir eine politische Auseinandersetzung, die zuvor in einem geschlossenen parlamentarischen Raum über Parteien stattgefunden hat, dass wir diese politische Auseinandersetzung praktisch auf die Straße demonstrieren. Jetzt haben wir Pegida und Gegendemonstrationen. Das löst uns nicht das Problem, wie wir Mehrheitsbildung betreiben. Betreiben wir dann Mehrheitsbildung mit Megafonen? Und wenn ja, wie, ja, also das sind ja mal, also wir verlagern ja nur den Raum der politischen Auseinandersetzung von einer repräsentativen Geschlossenheit in eine nicht, in eine sozusagen allein schon räumliche Offenheit der Diskussion, ohne dann noch zu überlegen, welche Demonstration ist denn jetzt die eigentliche Mehrheit, ja, also was an Mehrheitsfindung findet denn da jetzt statt und wie wollen wir das messen? Insofern habe ich was gegen den Begriff der Zivilgesellschaft, nicht weil ich nicht finde, dass auf irgendwelchen, natürlich wache Gesellschaft und Zivilcourage sind immer sozusagen Bestandteile der Demokratie, also verstehen Sie mich nicht falsch, ja, natürlich so. Aber der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, wir werden mit zivilgesellschaftlichem Engagement es nicht schaffen, ein komplett dysfunktionales System zu steuern. Das heißt, wenn die These ist, dass wir im Moment alle das Gefühl haben, wir verlieren Ordnung, wir verlieren Parteien, wir verlieren Staat, wir verlieren die repräsentative Demokratie, die EU ist dysfunktional und deswegen machen wir jetzt ganz viel Zivilgesellschaft, dann glaube ich trotzdem, dass die Zivilgesellschaft nicht die Antwort sein kann auf dysfunktionale systemische Strukturen. An der EU ist das völlig klar. Also wir haben jetzt Millionen von Unterschriften gegen TTIP, das Europäische Parlament wird TTIP abstimmen, ja, das kann ich Ihnen garantieren. Wir haben ganze Armeen, in Anführungsstrichen, von zivilgesellschaftlichen Akteuren, die in Brüssel an der Chemikalienrichtlinie gerade zu einem Stellungskampf mit der Europäischen Kommission sind, hier ein Komma, da eine Zahl, ja, also das sind ja Stellungskriege, die da in dieser Komitologie zwischen ins System einerseits und Zivilgesellschaft sozusagen, und das ist irgendwo alles gut, ja, aber nochmal darüber nachzudenken, ob wir nicht trotzdem besser das System, den Maschinenraum noch mal effizient bekommen, sodass wir uns diese zivilgesellschaftlichen Stellungskriege mal sparen könnten und sonntags einfach mal wahlweise ins Theater oder in die Kirche gehen, ja, anstatt das zivilgesellschaftliche Engagement in so einem permanenten sozusagen Grundrauschen zu bespielen. Als Antwort auf Systemversagen, das würde ich einfach mal strittig stellen und damit eben auch eine gewisse Blauäugigkeit des Begriffes der Zivilgesellschaft. Ja. Aber wer betreibt den Maschinenraum? Wie? Ja, den Maschinenraum, den, das, ja, das ist ja genau das Problem. Ja. Den Maschinenraum müssen wir uns de facto zurückholen. Mhm. Und zwar, also das wäre das Argument oder meine These, die ich halt gerne strittig stelle. Aber zurückholen heißt natürlich in dieser Hinsicht, erstmal den Maschinenraum wieder funktional zu machen. Das heißt, eine Verknüpfung herzustellen zwischen Bürgerinteressen und dem, was der Maschinenraum produziert. Das scheint ja nicht zu stimmen. Also wenn wir jetzt an verschiedenen Themen sozusagen, ganz egal, Eurokrise, TTIP, Chemikalien, Better Regulation. Ja, also wir haben ja eins nach dem anderen an Themen, wo Better Regulation ist doch ein tolles Thema. Ja, also von den Gewerkschaften bis hin zu welcher NGO auch immer, finden Sie in Brüssel keinen, der aus dem zivilgesellschaftlichen Spektrum dieser Better Regulation Initiative auch nur irgendetwas abgewinnen kann. Ja, trotzdem kann die nicht verhindert werden. Die ist jetzt sozusagen der gesetzte, also das ist immer diese Effizienzprüfung, ja, Effizienz-Cost-Benefit-Analysen. Das heißt, das ganze System wird jetzt auf Better Regulation eingestielt. Demnächst muss das Europäische Parlament noch begründen, wenn es gegen was stimmt, nämlich im Grunde darlegen, dass es eine Cost-Benefit-Analyse gibt, wenn es gegen was stimmen will, aber wenn die Kosten dann zu hoch sind, dann darf man nicht dagegen stimmen. Ich meine, nichts ist mehr als sozusagen die Entmündigung von souveränem Abstimmungsverhalten, aber wir machen jetzt Better Regulation. Hört sich auch schon gut an, ne? Tut et longue. Wie will man gegen Better Regulation sein? Weil ist ja Better Regulation. Das heißt, wir kriegen das gar nicht mehr dekonstruiert, was da passiert und bilden uns dann aber als Zivilgesellschaft noch ein, dass wir jetzt pfadabhängig da mitmachen, weil wir in den Maschinenraum nicht mehr kommen. Und ich habe darauf keine Antworten. Ja, also wenn, müssen wir die gemeinsam hier irgendwie produzieren. Aber ich glaube schon, dass in dem Moment, wo wir uns pfadabhängig darauf einlassen, dass wir ein dysfunktionales System mit mehr Zivilgesellschaft steuern,
dann gewinnen wir das nicht, glaube ich. Also jedenfalls nicht diese sogenannte normativ positiv konnotierte Zivilgesellschaft. Ja, also die Geschichte lehrt, dass sich das Volk, die Straße, dann immer das System schnappt. Das ist ja genau das, was wir sehen, der Prozess, den Sie beschrieben haben. Am Ende sind die unterkomplexen Argumente die Argumente, die gewinnen. Und das ist eben das, was die AfD, Pegida, Jobbik, FPÖ bedienen. Und also wenn wir uns sozusagen auf die Straße einlassen, könnte es schon sein, dass es gefährlich wird. Ja. Aber das Drama wird ja noch größer, wenn wir uns die Wahlbeteiligungen ansehen, egal ob Europa oder die Wahlen in den entsprechenden Ländern. Sie gehen ständig zurück. Sie gehen zurück, weil die Bevölkerung selber für sich den politischen Prozess so definiert, dass sie sagen, die Politiker versprechen was, von dem sie selber nicht glauben, dass es wirklich umgesetzt wird, weil die Komplexität der Regelungsprozesse zu groß geworden ist. Und solange sozusagen auf diese Hilflosigkeit keine gute Antwort gefunden wird, werden wir sozusagen in dieser Situation bleiben und die Wahlbeteiligung gehen noch mehr zurück. Die Frustration wird damit immer größer. Und gibt es Antworten unter denen, die sich verantwortlich fühlen, dass diese Defizite nicht zunehmen? Ich habe bisher keine gesehen. Es gibt keine Ehrlichkeit an der Stelle. Ja, wir suchen ja alle händeringend die Antworten. Ja? Also das Interessante ist, glaube ich, im Moment, dass wir sozusagen, glaube ich, normativ, wissenschaftlich, fast empirisch schon, unglaublich analysestark sind. Wir haben das ja alles analysiert. Es ist ja nicht so, also wenn Sie einmal ins WZB gehen und da sich einmal irgendwie einen Nachmittag durchlesen, ja, dann ist es ja nicht so, als hätten wir nicht die Dysfunktionalitäten der Europäischen Union längst erkannt, aufgeschrieben und seit 10 Jahren einmal durch den wissenschaftlichen Apparat gekaut. Ja? Wir haben natürlich die ganzen Dysfunktionalitäten auf internationaler Ebene genauso analysiert. Das ist schon alles da. Das, was offensichtlich im Moment fehlt, die Baustelle, an der wir arbeiten, ist, dass wir dieses Wissen nicht transportiert bekommen in einen politischen Raum. Da ist irgendwie eine Schnittstelle, die nicht funktioniert, die ich auch nicht habe, sonst wie auch immer. Jedenfalls, wahrscheinlich ist das die Denkaufgabe, die uns jetzt gerade gestellt ist, ohne dass man darauf schnelle Antworten hätte. Aber das scheint mir das Größte zu sein. Wir wissen aus der Forschung, auch aus der kognitiven Forschung, dass komplexe Systeme nicht auf Krisen reagieren können, wenn die Krise erstmal da ist. Wenn das so ist, dann ist die EU, kann die jetzt nicht mehr reagieren. Wir haben ja nicht nur eine Krise, wir haben von Grexit zur Flüchtlingskrise, zur Terrorkrise, multiple Krisen, plus Vertrauenskrise, plus Krise des politischen Systems, Populismus, so. Das heißt, das ist alles so komplex, dass in komplexen Systemen die Verstrebungen verstopft sind und wir das systemisch, also das System kann, das sagt die Forschung, ja, komplexe Systeme können nicht antizipieren und können nicht schnell auf veränderte Bedingungen reagieren, weil sie eben komplex sind. Und deswegen bleiben nur die einfachen Lösungen. Und die einfache Lösung ist halt Marine Le Pen, unterkomplex, so. Und das eigentliche Problem ist ja, dass wir das analysieren können, aufschreiben können, aber daraus noch keine sozusagen, ja, was tun wir denn dann, ja, ableiten können. Und das alles passiert ja noch in sozusagen in einer bewegten Zeit, in der andere Dekonstruktionen, also Rahmenbedingungen, uns auch erodieren. Presse zum Beispiel. Ja? Mhm. Wir haben natürlich inzwischen komplett parallele Öffentlichkeiten zwischen Internet. Wer liest eigentlich noch was? Oder liest eigentlich jeder noch die FAZ? Oder guckt jeder noch den Tatort? Also dass sie auch sozusagen so, wie Habermas ja immer sagt, wir kriegen keinen Fokus mehr hin, wir kriegen keinen Filter mehr hin. Dann dadurch haben sie selbstverstärkende Mechanismen. Die einen lesen nur noch das. Also, sie kriegen keine Öffentlichkeit mehr hin, im sprichwörtlichen Sinne. Also das ist sozusagen die Frage, was macht das Internet mit unserer Demokratie? Habe ich keine Antworten drauf, das versuchen wir jetzt auch gerade herauszufinden, aber das passiert natürlich zeitgleich zu dieser systemischen Dysfunktionalität. Und daher glaube ich, dass wir hier so eine Gleichzeitigkeit haben, in der uns so viele Ordnungskonzepte um die Luft fliegen, dass wir tatsächlich mit sozusagen
Komplexität nicht mehr umgehen können und keine schnellen Lösungen, effiziente, schnelle Lösungen finden können. Ja? Und in dieses Vakuum stechen natürlich die einfachen Diskurse. Was man ändern müsste, ist wahrscheinlich eher die Frage, was kann man denn schnell ändern? Also da habe ich eigentlich die Antwort schon gegeben. Wahrscheinlich ist es leider so, dass wir schnell gar nichts ändern können, ja? Aus systemischen Gründen. Was wir trotzdem tun sollten, ist nochmal ganz perspektivisch zu denken und zu fragen, wohin treibt uns das denn alles? Ja, also ich glaube schon, dass wir so zu Beginn des 21. Jahrhunderts, so neu ist dieses Jahrhundert ja auch nicht mehr, aber eine massive Umbruchssituation haben, die uns den gesamten Ordnungsrahmen des 20. Jahrhunderts wegsprengt. Mhm. Also auch überhaupt die Idee, dass Staaten das internationale System tragen, zum Beispiel. Ist ja ganz wichtig, Bretton Woods, IFM, alles, was wir da im letzten Jahrhundert gebaut haben, war immer die Idee, dass die Staaten sozusagen die Träger des internationalen Systems sind. Und wir kommen da jetzt an eine Grenze, weil wir sehen, wer ist denn der Staat? Also was ist denn jetzt Kosovo? Ist das jetzt ein Staat? Ist der souverän? Also diese ganze Begrifflichkeit zerfließt ja vor unseren Augen. Ja? Nationalstaat, Souveränität. Das schmilzt ja, da können wir ja zugucken, wie das schmilzt. Und das ist tatsächlich so, dass das Neue ist noch nicht da. Der Nationalstaat ist sicherlich nicht mehr der Ordnungsrahmen für Politik, der Sicherheit generieren kann oder auch nur Vertrauen oder auch nur finanziellen Schutz, also die Schutzfunktion des Staates, auch die Solidaritätsfunktion des Staates, ja, die wir aufheben. Das alles wird nicht mehr bedient. Ist der Staat verliert seine Kümmerfunktion für den Bürger. Also sprichwörtlich, dass sich der Staat nicht mehr um die Bürger kümmern kann, was aber im republikanischen Sinne seine Aufgabe ist. Ja? Und in dem Moment, wo die Leute das Gefühl haben, man kümmert sich nicht mehr um sie, im Sinne von kümmern, gibt es dieses Aufbegehren. Ja? Die Antworten, ich kann Ihnen nur sagen, so viel können wir gar nicht reden heute hier, aber hören Sie mal nach, was Essay und Diskurs heute 9.30 Uhr im Deutschlandfunk als Podcast. Ja, ist ein wunderbarer Essay zu genau dem Thema. Was passiert eigentlich, wenn Staatlichkeit, Nationalstaatlichkeit nicht mehr der Ordnungsrahmen ist? Wie organisieren wir das internationale System neu? Die These, die ich teile, die der Autor aufzieht, ist, wir müssen das Verhältnis global-lokal völlig neu organisieren, und zwar jenseits von Nationalstaatlichkeit. Das heißt, wir müssen den Begriff der Bürgerlichkeit auch in die Weltgesellschaft bringen. Dann müssen wir uns fragen, wie wir das organisieren. Das Antwortangebot, was heute Morgen gegeben wurde, was ich gerne nochmal weitergebe, weil das ist auch mein Denken, ist, dass wir sagen, natürlich brauchen wir, wie Habermas schon schreibt, zukünftig ein Weltparlament. Ja, wir können ja nicht nur exekutiv über eine UNO-Generalversammlung immer den Staaten die exekutive Macht in der UN-Generalversammlung geben. Und wir brauchen eine neue Verkoppelung von ganz vielen kleinen lokalen oder regionalen Einheiten, die in kommunalen, auch überschaubaren Versammlungen mit dem Globalen vernetzt sind. Ja, also die Dekonstruktion des Nationalen als Ordnungsrahmen und ein neues System der Vernetzung von regionalen oder lokalen Institutionen, die sich dann sozusagen einbringen in ein globales Ganze. Ich glaube, da geht irgendwie das Denken hin. Und was man sich halt nur wünschen könnte, ist, dass wir als Europäer diesen Begriff oder diesen Prozess begleiten. Und das wäre natürlich, weil die Europäische Republik, ja, kann ja logischerweise nur der Anfang sein für die kantianische Weltbürgerunion, also der Begriff der Bürgergesellschaft von Kant liegt da ja drin, dass sozusagen Europa als Idee natürlich nur funktionieren kann, wenn sozusagen perspektivisch in diese globale Republik einfach dann alle aufgenommen werden können. Ja, das heißt, die Dekonstruktion des Nationalstaates muss sich irgendwann mal auch auf China, USA, auf diese Staaten, die noch glauben, dass sie national unterwegs sind, wird sich das ausbreiten müssen. Mhm. Und ich glaube schon, dass das ein Trend ist. Und wenn wir das schaffen würden, als Europäer, das konstruktiv zu begleiten, das Buch dazu ist Danny Rodnick, ja, The Paradox of Globalization, der wunderbar klar macht, dass drei Dinge zusammen nicht funktionieren. Souveränität, Demokratie und Globalisierung. Ja? You need to skip one. Und wenn wir jetzt sagen, die Demokratie wollen wir nicht verlieren, und wenn wir auch noch sagen, die Globalisierung können wir nicht verlieren, weil das eigentlich sozusagen
das nährt uns ja. Ja, letztendlich brauchen wir schon diesen Handel so. Dann kann nur eins aus dem Dreieck gesprengt werden und das ist die Souveränität. Und der Denkprozess heißt, dass Sie natürlich im Grunde das, was ich hier vorschlage, für die Neukonstruktion des Europas umstülpen, nämlich die Gleichheit der Bürger zum Kernbegriff des nächsten europäischen Projektes zu machen, dass wir das natürlich perspektivisch über die nächsten Jahrhunderte weltweit machen müssen. Wir sind als Menschen alle gleich. Das ist der Gleichheitsgrundsatz der Französischen Revolution. Das wissen wir seit Jahrhunderten von Jahren. Und natürlich können wir das noch nicht wirkungsmächtig entfalten. Aber letzter Satz, wenn wir immer in der EU jetzt mal zuerst permanent sozusagen Marktgleichheit für Marktakteure gewähren, aber eben nicht Gleichheit der Bürger, spielen wir letztlich Bürgerinteressen gegeneinander aus. Ja, sie sind als slowenischer und deutscher Bürger Klar. nicht gleich, aber das kann sich halt eine deutsche Automobilindustrie nutzen, geht nach Slowenien und spielt damit den slowenischen Bürger mit Blick auf Gehälter und auf Steuern gegen den deutschen Bürger. Ja? Wenn wir das in Europa schaffen würden, das zu dekonstruieren, also diesen Gleichheitsgrundsatz der Französischen Revolution jenseits von Klassen 1789 weiterentwickeln könnten für einen Gleichheitsbegriff jenseits von Nationen, erstmal im europäischen Rahmen, dann wäre das das Projekt für Europa. Und das wäre aber auch sozusagen the lead project für eigentlich die Welt, das Weltbürgertum. Warum? Weil wir natürlich die gleichen sozusagen pfadabhängigen falschen Denkprozesse, die uns jetzt in diese obskure EU geführt haben, auf, im globalen Rahmen genauso falsch machen. Ich gebe ein Beispiel. Wir arbeiten uns an diesem TTIP ab bis zum Umfallen für was? Geschätzte 0,9% GDP-Zuwächse? Also der ganze Aufwand, der da getrieben wird, ja, für diese, was auch immer, 2,5 Arbeitsplätze, die da irgendwo bei rauskommen, wo noch nicht mal klar ist, ja, wer verdient denn daran? Aber der ganze globale Zuwachs von TTIP, das ist ja minimal. Wenn wir das mal gegenrechnen, gegen das, was uns entgeht, und zwar täglich, ja, durch die Fluktuation von Währungsschwankungen, da fragt man sich doch, warum gucken wir nicht mal auf die Währungsschwankungen, anstatt auf das ganze TTIP-Handelspaket? Ja? Wenn wir verstehen könnten, dass natürlich jede Währungsabwertung des einen Landes ein Nachteil für ein anderes Land ist und dass damit auch Ungleichgewichte einerseits gesichert werden und für andere Leute externalisiert werden. Ja? Genau wie jeder Exportgewinn des einen ein Verlust von was anderem ist. Dann können Sie, wenn Sie da weiter dran kratzen, kommen Sie immer mehr dazu, dass Sie das nur letztendlich wirklich umgestülpt bekommen, wenn man irgendwann mal tatsächlich für die ganze Welt wird sagen können, wir sind alle gleich, wir haben alle Weltgastrecht im Sinne von Kant und wir lassen uns hier nicht mehr durch Nationen teilen, die uns irgendwie aggregieren in zufällig gewürfelten sozusagen Aggregationen, wo dann sozusagen künstlich aggregierte Volks- oder Nationeninteressen gegen die Interessen von anderen Weltbürgern gestellt werden. Das ist das Denkkonzept. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verdichtet irgendwie. Doch, doch. Ich komme darauf zurück, auf diesen Begriff der Gleichheit und auf das strategische Vorgehen, um zu diesem Bild zu kommen, dass es Realität wird, nicht nur ein Bild bleibt. Wäre es doch aus meiner Sicht notwendig, ein Nukleus zu bilden, wo das bereits gelebt wird. Also wenn ich unsere Auseinandersetzung Deutschlands gegen Griechenland sehe, dann haben wir an der Stelle, glaube ich, sehr viel kaputt gemacht. Was, Sie waren ja selbst auch dafür, zu sagen, wir wollen keinen Grexit, weil das katastrophale Auswirkungen auf das Projekt Europa hat. Wenn wir diesen Begriff der Gleichheit dann wirklich auch real machen, dann haben wir ja weltweit, aber auch bei uns, eben eine katastrophale Schere zwischen Arm und Reich. Also der Bürger erkennt zunächst einmal, ob der Staat sich darum kümmert, wie weit es sozusagen ihm ähnlich gut geht wie anderen. Wenn es aber so auseinanderdriftet, wie das bei uns der Fall ist, dann kann der Bürger nicht mehr daran glauben, dass ein vernünftiges politisches Modell verfolgt wird. Also insofern frage ich Sie nach, was Sie von der Initiative von Varoufakis jetzt nach seinem Ausscheiden aus der Regierung richtig ist, inwieweit wir
überhaupt parteiübergreifend darüber nachdenken müssen, mit welchen Kräften der Linksliberalen bis hin zu den Linken wir zusammenarbeiten müssen, um an dieser Stelle auch praktische Erfolge zu erzielen. Also erstmal nur, dass wir uns sozusagen in den Begriffen nicht vertun. Ich rede immer von dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz, der deswegen wichtig ist, weil er zwei Dinge meint: Wahlrechtsgleichheit und Gleichheit für Steuern. Das ist das bürgerliche Konzept dahinter. Damit habe ich noch keine Aussage getroffen über Egalitarismus oder ökonomische Gleichheit. Es ist aber wichtig, beides zu unterscheiden. Ich sage nicht, dass ich für Letzteres nicht bin. Ich sage nur, dass, wenn Sie es republikanisch konnotieren, ist Wahlrechtsgleichheit und Steuergleichheit sozusagen das Konstrukt dahinter. Und genau das bietet die EU halt nicht. Ja? Wir wählen ja als europäische Bürger zu unterschiedlichen Bedingungen unser Parlament, nämlich das europäische, und wir sind ja vor den Steuern nicht gleich. Und das wäre jetzt erstmal im kantianischen, also im republikanischen Sinne, die politische Gleichheit, die dann überhaupt den systemischen Effekt erzeugen würde, dass man eben nicht mehr den deutschen Bürger gegen den slowenischen Steuerbürger stellen kann. Ja, das ist erstmal der politisch-institutionelle systemische Effekt, noch bevor ich bei Konzepten, über die wir gerne diskutieren können, Egalitarismus, Grundeinkommen und so weiter, bin. Ja, es sind nur zwei unterschiedliche Sachen. Ich halte nochmal den einen Chart zu dieser Griechenland-Frage hier in die Kamera. Ich weiß nicht, was Sie sehen da hinten, aber das sind die europäischen Industriecluster. Die kurze Analyse dieses Charts ist: alles, was lila ist, ist gut, und alles, was nicht lila ist, ist schlecht. Und was man unschwer sieht, ist: Deutschland ist gut und der Rest ist nicht gut. So, das ist ein bisschen kurz, weil was man eigentlich sieht, ist ein absolutes Stadt-Land-Gefälle und ein absolutes Zentrum-Peripherie-Gefälle. Und das ist wichtig. Es geht nämlich nicht um Deutschland. Es geht darum, dass auf dieser Karte gehört Slowenien, Norditalien, Ostfrankreich, alles zu Deutschland. Ja, das ist der industrielle Speckgürtel. Also im Prinzip ist es die Deutsche Werkbank, die in den deutschen Speckgürtel hineinarbeitet. Aber bei uns im Diskurs natürlich abgepreist wird, als wir sind so toll und wir sind Exportnation Deutschland. Ja. Dahinter steht aber, wie gesagt, der Speckgürtel, weswegen man sich ja auch nicht wundern muss, warum so Länder wie Slowenien, die ja dann auch in dieser Grexit-Diskussion als unsere neuen Partner gefeiert wurden. Ja, Deutschland stand ja nicht alleine da. Wir hatten zwar Frankreich verloren, war ganz egal, aber es gab die tolle Achse Berlin-Ljubljana und Berlin-Helsinki. Ja, es hat mich umgehauen. Aber sich klarzumachen, dass diese Länder im EU-Rat ja gar nicht gegen uns stimmen können, wenn sie de facto politökonomisch komplett von uns abhängig sind, wäre ja auch nochmal die Denkschlaufe, die man da hätte ziehen können. So. Was ich damit sagen will, ist, das ist natürlich auch die Karte für Griechenland. Ja? Also wenn wir nicht in der Lage sind, den Euroraum aggregiert zu denken und in diesen Euroraum politische Mechanismen einbringen, die nicht mehr nationalstaatlich konturiert sind und wo wir so tun, als wenn Volkswirtschaften wie Slowenien oder Malta national unabhängige Volkswirtschaften sind, ja? Sondern verstehen lernen könnten und dann natürlich ein Politikdesign in Brüssel machen, wo wir ja also Benchmarking-Prozesse, nationale ökonomische, makroökonomische, was auch immer, Verhandlungsstrategien machen. Ja, jedes Land muss, also ich habe das ja mal gesagt in dieser Fernsehsendung, wie diese Duracell-Häschen, die Sie vielleicht aus der Währung noch kennen, wo wir dann also so ein 19-Länder-Race to the Bottom-Dings da haben, und Deutschland hat die dickste Batterie, ja, wir sind halt das Duracell-Häschen in diesem Film, dann machen wir natürlich dysfunktionale Politiken, und wir müssten einfach den Euroraum als aggregierte Volkswirtschaft mit volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung verstehen und dann mal hingucken, wo sind unsere eigentlichen Probleme. Das Problem ist Zentrum-Peripherie und Stadt-Land. Also machen wir im Sinne eines fiskalischen Ausgleiches, wie auch immer, eine Struktur, die uns bessere Politiklösungen für die wirklichen Probleme bietet. Vor diesem Hintergrund hat Varoufakis natürlich A recht, wenn er diesen demokratischen Rahmen einfordert, der das überhaupt bieten könnte. Und natürlich hat er recht, dass man sozusagen eben nicht, das war ja jetzt auch hier mein Plädoyer, sozusagen die deutschen Bürger über ein Votum im Bundestag ausspielen kann gegen das Votum von griechischen Bürgern mit einem Oxy. Ja, also da stehen ja einfach Bürger gegen Bürger
in einem geschlossenen System, in einem gemeinsamen Euroraum und es macht keinen Sinn und nichts zeigt mehr die Dysfunktionalität der europäischen Demokratie, die ja, Jean Pisani-Ferry hat den Begriff geprägt, eine verwaiste Währung ist, ja, also eben eine Währung ohne Demokratie. Insofern ist der Diskurs, den wir gemacht haben, deswegen müssen wir den Euro zurückrollen, natürlich der falsche, sondern der richtige Diskurs kann nur sein, wie bauen wir eine transnationale europäische Demokratie um den Euro herum, den wir, würde ich argumentieren, A, sowieso nicht mehr aufrollen können, selbst wenn wir es wollten, aber B, auch brauchen, weil er unsere Wertschöpfung generiert. Also wie bauen wir eine Demokratie für diese Währung? Das ist jetzt die Frage. Und wie kann das transnational funktionieren? Wie kann das so funktionieren, dass wir Stadt, Land und Zentrum-Peripherie-Gefälle vernünftig bedienen, dass es keine Verlierer gibt, dass wir nicht mehr griechische Bürger gegen deutsche Bürger stellen oder was auch immer, slowenische Bürger gegen Deutsche. Und dann, wie können wir es wirklich organisieren? At the end of the day frage ich mich ja wirklich immer mehr, wie man es wirklich in die Realität kriegt. Ja? Mhm. Und da bin ich bei ganz anderen Fragen als institutionellen. Mhm. Ich bin nämlich dann bei Sprache. Wittgenstein. Die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt. Also wenn wir jetzt schon von Utopien reden und wie politischen Notwendigkeiten, ich komme immer mehr da an, mich wirklich zu fragen, wie mache ich das? Ja? Ich kann nur Englisch und Französisch. Ich habe ein gutes Gefühl dafür, dass ich mich in diesen Sprachräumen ganz anders bewege, als wenn ich in Polen bin. Ich kann viel mehr von Frankreich mitbekommen, als von Italien oder Polen. Übrigens ist das das Problem der europäischen Zivilgesellschaft. Die funktioniert ja deswegen nicht, weil wir uns aus sprachlichen Gründen nicht organisieren können. Während diese ganzen EU-Diplomaten, die da in der Kommission arbeiten, die kriegen 6.000 Euro Gehalt und sind alle viersprachig. Ja? Deswegen kriegen die das auch hin. Das ist Sprachkompetenz einfach auch. Ja? Agenda Setting Capacity. Und sich da und da mal hinzugucken, das sind aber Fragen, die wir nicht diskutieren. Der Diskurs lässt das gar nicht zu. Sondern im Diskurs ist immer nur Strukturreform, Bailout-Pakete, ja, und wenn wir wenigstens schon mal dahin kämen, die eigentlichen Themen der Zukunft zu beleuchten und zu gucken, jetzt mal richtig zu gucken, also ich frage mich echt, müssen wir deswegen aufgeben, also ist jetzt Sprache, nehmen wir mal Sprache, ist das jetzt wirklich das Ding, ja, können wir sagen, einpacken funktioniert nicht. Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir da doch eine Antwort finden. Und ist die Antwort eine technische? Ja, Sie haben ein iPhone, ich habe ein iPhone, iTranslate, also dass wir demnächst irgendwie diesen Google-Leuten vertrauen, die sagen, wunderbar, in nochmal 10 Jahre weiter Spracherkennung, ist das kein Problem, dann sitze ich hier in Warschau, mache den gleichen Vortrag, Sie sind alle Polen, ich spreche auf Deutsch, das ne, kriegen wir alle mit dem iPhone sozusagen im Stream übersetzt. Das kann ja sein. Das wäre ja auch toll. Ja? Wir können ja auch noch eine Wertschöpfung daraus generieren, dass wir die Technik dazu zum politischen Projekt erfinden. Das sollten wir aber in Europa machen und nicht den Google-Leuten überlassen. Ja? Aber ich glaube, solange wir diese Fragen nicht nur nicht ernst nehmen, sondern gar nicht hingucken, können wir uns ewig an Begriffen wie Zivilgesellschaft und Partizipation abarbeiten. Denn Fakt ist, dass wenn wir nochmal zurückgehen auf die Diskussion eben, die AfD hat es geschafft, Partei zu werden, Marine Le Pen war schon lange Partei, Jobbik, so. Die haben einfach verstanden, Partei zu werden, Machtstrukturen zu besetzen und im Prinzip nationale politische Systeme zu kapern. Und Blockupy hat das nicht geschafft. Und die gesamte europäische Zivilgesellschaft, die ja draußen ist, ja, so viel Zivilgesellschaft wie heute gab es noch nie, hat es einfach nicht geschafft, was die Grünen in den 80er Jahren noch geschafft haben, nämlich aus verschiedenen gesellschaftlichen und sozialen Bewegungen, Frauen, Kernkraft, Pershings, eine Partei zu machen. Und das haben wir trotz Krise in Europa nicht geschafft, Indignatio und so. Und die Frage ist wirklich, warum haben wir das nicht geschafft? Das ist, glaube ich, die einzig relevante Frage. Weil wir die anderen in ihren Mentalitäten nicht verstehen. Ich glaube, dieser Aspekt der Mentalitätsforschung ist völlig unterbelichtet, obwohl er unheimlich bedeutend ist. Aber kapern war ein gutes Stichwort von Ihnen. Ihr solltet vielleicht sozusagen den Tisch hier kapern, wenn ich sozusagen an der Stelle mal einen Cut machen darf. Sie kommen natürlich weiterhin zu Wort, aber wer hat eine Frage, wer hat ein Statement? Wie war das in 10 Jahren mit dem iPhone? Und ja, und überhaupt die Mensch-Maschine und so, ne? Ja. Ein Stromausfall und wir sind lahmgelegt. Ja.
Ja, Parsifal von den Piraten. Warum hat das nicht geklappt? Die Grünen, bei den Grünen, und ich kann mich noch erinnern, ich bin ja auch schon über 50, wir hatten noch so an die 100.000 in der Friedensbewegung. Das waren richtig viele. Wir waren richtig breit. Und heute kriegen wir nicht mal 10.000 Leute auf die Straße und wir sind mitten im Krieg. Und ich glaube, ein Teil der Gesellschaft, die politische Interessen haben, haben gelernt, es zu verhindern, dass Entwicklungen wie Occupy, wie Blockupy, wie Attac, wie die Piraten groß genug werden, indem sie rechtzeitig auch Leute in diese Parteien oder in diese Bewegungen reinbringen, die es auch verhindern, durch innere Streits, die Diskussionen auf andere Themen ablenken, dass wir eigentlich gar nicht zu den richtigen Fragen kommen. Wir haben also bei den Piraten, haben wir in einer Hochphase, wo wir fast dabei waren, ins Parlament zu kommen, wo wir 15% gehandelt wurden, haben wir plötzlich über Genderfragen diskutiert, über Quoten, über alles wichtige Fragen. Aber es war nicht das, für was uns die Leute mal gewählt haben, was sie von uns erwartet haben und die Fragen, die wir eigentlich hätten beantworten müssen. Wir hätten eigentlich bei den Piraten, mein Traum ist immer noch, dass wir zum Beispiel im kleinen Experiment sind, ein Beispiel für das, was hätte anders laufen können. Und das muss man ja im Kleinen ausprobieren. Wir wissen, was alles nicht geht, aber die Alternativen, die müssen wir halt finden und suchen. Und da wären die Piraten beispielsweise ein Modell, immer noch, oder auch andere Bewegungen wie Attac oder die Occupy, wie man sowas organisiert. Und das kann man natürlich stören. Bei Occupy sind Leute reingekommen plötzlich, war ja auch in Camps in Frankfurt noch, das war am Anfang alles super und dann kamen immer mehr Leute rein und die Diskussionen wurden immer schräger und immer mehr nach innen gekehrt und es wurde regelrecht zersetzt. Bei Piraten leider auch. Es ist ein bisschen Verschwörungstheorie, aber geht immer so ein bisschen, ist aber jetzt nicht im Sinne von, ein Teil ist auch vielleicht Unfähigkeit, fehlende politische Bildung, fehlende Diskursfähigkeit. Ich bin ja jetzt gerade erst Lehrer geworden. Ich weiß, wie Bildung abgebaut wird. Also wenn ich das vergleiche, ich gucke mir gerade Lehrpläne an, Rahmenlehrpläne und habe das Gefühl, was die Kinder lernen, ist immer weniger Diskurs, immer weniger Offenheit, immer weniger Bildung als solches. Und das wird im Politischen, sehen wir das natürlich auch. Ne? Also wenn wir miteinander diskutieren und wenn ich sehe, was die jungen Leute machen und welche Bücher sie lesen kaum noch was, fehlt ja alles. Ja, was soll ich daraus sagen? Ja, also Jules Ferry hat natürlich in der dritten französischen Republik erstmal gesagt, wie kriegen wir denn das republikanische Bewusstsein, ja, à travers de l'école républicaine. Ja, also kann ich Ihnen nur sagen, ja, wunderbar, natürlich müssen wir ein Bildungsniveau, was auch normativ ist, ja, also nur Plattformen und so, das ist ja auch so ein poststrukturalistisches Phänomen, alle diskutieren permanent im Kreis, aber keiner hat mehr eine Meinung, ja, also das ist natürlich auch, wo der Konsens zur Norm wird, ist politischer Streit nicht mehr gewünscht, ja, also machen wir mal den Punkt, ich habe natürlich keine Antworten auf Sie, weil, was soll ich Ihnen antworten, ich bin ja dabei, ja, Bildung, Schule, Meinung, politischen Streit zu lassen, Leute dafür ausbilden, überhaupt ihnen wieder Zivilcourage beizubringen, eine Meinung zu haben, auch wenn die nicht konsensfähig ist, das wären die ersten Sachen. Ich will jetzt hier diese Zersetzungsgeschichten nicht, kann ich nicht beurteilen, aber also Verschwörungstheorie, was auch immer ist, wir haben es nicht geschafft und das war mein Punkt des Transmissionsriemen, eine absolute griffige Latenz, also ich kriege wirklich im Moment sehr viele Einladungen, ja, also ich kann es mir gerade aussuchen, ob ich diesen Vortrag in Venedig, Warschau oder hier mache, also eine absolute, da kann man ja reingreifen, da ist ja so viel Besoin, so viel, die Bürger wollen so viel diskutieren, so viel geht schief, wir haben das alles analysiert, also auch, ne, dass das empirisch einfach da ist, ich sage nur mal, einmal ins WZB rauf und einmal 24 Stunden lesen, wissen Sie alles, was schief läuft, ja, aber dieser Transmissionsriemen, dass wir das vom WZB auf der einen Seite der Spree nicht mehr sozusagen in die Kuppel des Bundestags kriegen, macht mich auch nur perplex, also kann ich Ihnen nicht viel zu sagen. Was ich ja spüre, ist, dass die ganzen Sachen da sind. Also die jungen Menschen, die liegen auf der Straße. Alles da. Und wir werden aber, wenn ich gucke in die Presse, werden wir jetzt abgelenkt wieder mit einem Krieg in Syrien, mit Terror in Paris. Und die ganzen Diskussionen werden abgelenkt. Ja. Genau. So, also alle Fragen, die mir wichtig sind, weg vom Nationalismus, Blick auf die Regionen, Parlamentarismus, wie wird der besser organisiert? Ich sehe es ja bei unseren Mandatsträgern. Also wie kommen wir zu einem wirklichen Parlamentarismus? Wie können wir die Demokratie weiterentwickeln, was die Piraten ja auch versucht haben, nicht nur mit technischen Mitteln. Diese ganzen Fragen werden immer wieder abgelenkt
über Security-Diskurse und ne, über immer auf diese ganz einfachen, griffigen, du bist mein Freund oder du bist mein Feind, schwarz-weiß denken, du bist Deutscher, du bist kein Deutscher, du bist Israeli oder Palästinenser, du bist Araber oder Nicht-Araber, du bist Amerikaner oder NATO oder du bist Russe. Es wird, der Russe wird wieder aufgebaut als Feind, der Islam wird aufgebaut als Feind. Dabei sind das genauso Menschen wie wir. Das sagte ich ja. Also, ne? Alle Menschen sind eine, also der Taxifahrer in Paris, in Russland, in Israel, im Gazastreifen ist doch genauso mit mir, der hat doch mehr gemeinsam mit mir als alle anderen. Also jeder. In Indien, in China. Und wir werden getrennt. Wir streiten uns wieder über NATO, gute NATO und die ganzen Bösen, welche Bomben wir wo abwerfen. Und wir haben wieder, und wir kriegen wieder viel mehr Rüstung. Ja. Warte mal. Natürlich ein richtiger Punkt. Aber ich denke, wir sollten dieses Thema der Aufarbeitung der Fehler, die die Piraten gemacht haben, und der Betrachtung von außen und von innen einer eigenen Matinee vorbehalten, weil ich denke, das ist ein hochspannendes, auch eine notwendige Aufarbeitung, hochspannendes Thema, eine notwendige Aufarbeitung muss da stattfinden, was die Piraten selber nicht geleistet haben. Sie haben es verdrängt. Und die weitere Verdrängung führt zur weiteren Bedeutungslosigkeit. Lass mal die Piraten beiseite, ist ja völlig unwichtig, ist ja auch nur ein Mittel zum, also wichtig ist ja, Diskursräume zu besetzen, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt, Diskursräume besetzt. Und wir haben eine Chance gehabt, Occupy hatte eine, und wir haben diese Chance nicht genutzt. Darum geht es ja. Also es geht ja nicht um eine Partei. Ja. Es geht ja darum, dass wir quasi Europa anders denken, weg von diesem EU-Europa, wo wir eigentlich keine Beziehung mehr zu haben, wo irgendwelche Kommissionen über uns entscheiden, wo ich als Wähler kaum Einfluss habe. Es wird immer komplexer und immer entfernter von mir, obwohl ich mich beteilige. Und wir wollen ja darauf eine Antwort finden. Bleiben wir mal bei den Ablenkungen. Ja, also die Ablenkungen, also ich habe jetzt auch in den nächsten Blättern für deutsche und internationale Politik zu Ed Paris einen Artikel geschrieben, weil mich das auch also persönlich doch wirklich hochgradig emotionalisiert hat, mit welcher Geschwindigkeit einfach natürlich der Krieg die Antwort auf den Terror ist. Ja, dazu kann man natürlich nur sagen, dass Europa jetzt auch mal im Zustand der Gefährdung angekommen ist. Aber das, was mich einfach, Ablenkung war ja das Stichwort, nur noch dieser Gedanke, wie schnell wir das schaffen, dass so ein System sozusagen diskursiv sich auf so ein Ding hochspult. Ja? Ja. Jetzt ist Terror, jetzt muss Krieg sein und das wird dann innerhalb von einer Woche Mandat und ganz viele rechtliche Sachen wurden übersehen. Aber der Sog war einfach so, dass man sich praktisch nicht dagegen stellen konnte. Ich habe das ja partiell versucht. Und das ist wirklich so, als wenn sich so ein System einschießt wie die Lemminge, ja, auf sowas. Und dann ist das tatsächlich Ablenkung, weil es lenkt zum Beispiel davon ab, dass man, nur um diesen Satz zu machen, man hätte ja auch was dafür tun können seit 10 Jahren, dass sich diese Vororte nicht so radikalisieren. Ja? Mhm. Also 2005 hat ja schon Nicolas Sarkozy als damaliger Innenminister von Rakaille gesprochen, also von Lumpengesindel. Ja, und danach gab es die Riots in Paris. 10 Jahre lang ist in diesen Vororten nichts passiert. Man hatte einfach kein Geld hingepackt, weil man ja auch kein Geld hinpacken durfte. Wir erinnern uns, europäisches Semester und so weiter. Aber jetzt kann Frankreich natürlich Geld ohne Ende mobilisieren, um einen Krieg zu führen. Und Brüssel macht die Augen zu, als hätte dieser Krieg und die Ausgabenstruktur des Krieges keine Rückwirkung auf das europäische Semester. Mhm. Und das ist wirklich wieder so ein komplexes Systemproblem, weil die Verstrebungen einfach nicht funktionieren. Wir gucken nicht auf die eigentlichen Gründe hin, weil es so viel leichter ist, aus irgendwelchen Mechanismen heraus, wie Sie sagen, dass wir jetzt nachrichtendienstlicher Komplex und so weiter, diese Kriegsinszenierung machen, weil Angstdiskurse sind leicht zu erzeugen. Vielleicht auch, weil wir das brauchen, die ganze Softwareindustrie, weil das unser wirtschaftlicher Träger ist. Und dann wird das jetzt einfach inszeniert und ja, gut. Oder nicht gut. Ja? Bitte, Pavel. Ja, Pavel Meyer, ich sitze seit 4 Jahren hier im Berliner Abgeordnetenhaus für die Piraten und habe mir hier jetzt eine ganze Reihe von Punkten aufgeschrieben aus der Debatte. Der erste Gedanke, der mir gekommen ist, erstmal Europäische Republik, finde ich wirklich super, ist mir so tatsächlich noch gar nicht gekommen und mich gleich gefragt, was sagen die Abgrenzung oder der Unterschied zwischen Europäische Republik versus Europäische Nation. Wir sind dicht so,
Ja. Sozusagen gibt es da, also nehmen wir es mal sozusagen, der Nationalismus ist ja gut erforscht und die Frage dann provokativ sozusagen, wie braucht eine europäische Republik auch einen europäischen Nationalismus, um funktionieren zu können? Und vielleicht noch ergänzend, ich habe halt erlebt, mein Berlin ist nun mal, wie es so schön heißt, teilautonomer Gliedstaat und wir haben halt Brandenburg nebenan und wenn ich dann sehe, sagen, wie es, wie schlecht eigentlich das zwischen Berlin und Brandenburg funktioniert auf parlamentarischer Ebene. Wie man sagen muss, einerseits gibt es objektive Interessenunterschiede, das ist auch wieder der Stadt-Land-Konflikt natürlich, aber wie sehr es auch, ich sag mal, institutionelle Animositäten gibt, auch ganz klar für Egoismen der einzelnen Akteure, die aber gar nicht jetzt sagen, persönlich in den Menschen begründet liegen, sondern aufgrund der Funktion, die sie gerade wahrnehmen, das ganz, ganz schwer macht, überhaupt irgendwas gemeinsam zusammenzukriegen. Da frage ich mich, also bin ich mittlerweile ein bisschen mehr zum Pessimisten geworden an der Stelle. Aber ja, mit den Symbolen, vielmehr auch noch einen sozusagen, ich weiß nicht mehr, wer das mal ursprünglich gesagt hat, aber wenn die Fähigkeit und Bereitschaft abnimmt, sich selber mit komplexen Sachverhalten zu beschäftigen, dann wird derjenige gewinnen, der über die mächtigsten Symbole verfügt. Und umgekehrt noch letzter Punkt, den ich jetzt ein möchte, nämlich, weil mich das gerade beschäftigt, dann die, sagen, der Konflikt zwischen, ich sag mal, Wille versus Intellekt. Also setzt sich jetzt derjenige, der halt einfach, also der Fanatischere, der einfach etwas mehr will, hat der sozusagen in einer Auseinandersetzung einen Vorteil gegenüber dem, der jetzt zwar vielleicht der Klügere ist, der das alles wissenschaftlich jetzt durchleuchtet, hat mir auch gesagt, alles analysiert, aber am Ende nicht handelt. Also der sozusagen eher dann in Lähmung verfällt, weil er die zu viel weiß, weil er zu viele Alternativen vor sich sieht, zu viele Probleme sieht, während derjenige, der vielleicht mit einer einfachen Lösung daherkommt und einfach nur fanatisch ist, möglicherweise ja am Ende auf dem Feld als der Gewinner dasteht. Leider gibt es ja die Beispiele. Also fangen wir mal mit dem ersten an. Natürlich ist es keine europäische Nation, sondern Republik. Warum? Weil wir die Frau auf dem Stier, ist ganz wichtig, ja? Das ist ja eine Dialektik. Ja? Die Frau wird von dem Stier entweder verführt oder entführt. Wenn sie verführt wird, ist es gut. Wenn sie entführt, geschweige denn vergewaltigt wird, ist sie schlecht. Was ich meine mit der Dialektik ist, dass dieses Bild von dem Stier und der Frau darauf verweist, dass das Ringen von Nationalstaatlichkeit und der europäischen Grenzenlosigkeit des Regierens als Idee eine permanente dialektische Stellung ist. Soll heißen, es müsste uns gelingen, dass wir einerseits die Republik als Polity natürlich sprichwörtlich bauen. Irgendwann muss ja mal klar sein, wer gehört dazu, wer sind die Bürger, wer ist dabei. Aber das Bauen, Anführungsstriche, selbst nur gelingen kann, wenn die Offenheit der Idee mitgedacht wird. Denn natürlich ist Europa in diesem dialektischen Sinne erstmal eine Idee, und zwar genau die antinationale Idee. Das heißt, in dieser Dialektik, das europäische System statisch als Polity zu bauen, aber die Öffnung mitzudenken, heißt ja, wenn Sie es republikanisch aufziehen, im Grunde, so ein Haus zu bauen, wo man permanent Zimmer anbauen kann, weil natürlich Region um Region und um Region die ganze Welt Bürger sich der europäischen Idee als Idee anschließen können, ohne deswegen im nationalen Sinne Europäer zu sein. Ja? Mhm. Und damit wäre Europa Avantgarde für die Weltbürgergesellschaft von Kant. Das ist, glaube ich, was man verstehen müsste. Der Rest, Symbole habe ich genug zu gesagt und das andere, ich schwinge da, wenn Sie das sagen, aber ich würde mich da gerne rausnehmen. Also erstmal glaube ich, dass Intellekt macht keine gute Politik. Ja? Also ich glaube tatsächlich, at the end of the day gewinnen die einfachen Lösungen, die deswegen nicht schlecht sein müssen, sondern eigentlich sind ja Steve Jobs alles mit einem
Punkt. Ja? Also nochmal dahin zu kommen, dass die einfache Lösung vielleicht auch die gute ist, weil nur sie emotionale Anschlussfähigkeit erzeugt, wäre ja sozusagen die Dekonstruktion ihres Argumentes. Also ich möchte das nicht, dass wir sozusagen dem immer engagierteren oder immer radikaleren sozusagen die Plätze überlassen. Und ich würde mir wünschen, dass wir, die wir da so vermeintlich super komplex unterwegs sind, mal wieder bei der Einfachheit ankommen. Weil das, was ich ja eben schon mit dieser moralischen Überheblichkeit gemacht habe, also Populismus ist ja, da müssen Sie Jan Werner Müller, Versuch einer Theorie des Populismus zu lesen, ja im Transit, ich glaube 3, 2014, der natürlich sagt, allein schon der Begriff Populismus ist natürlich problematisch, weil man nicht deswegen Populist ist, nur weil man dem herrschenden Diskurs einer nationalen Elite nicht angehört. Ja? Soll heißen, wenn wir, die wir hier in solchen Räumen sitzen, uns die moralische Überlegenheit nicht abgewöhnen, dass die da Populisten sind, dann haben wir verloren. Moralisch, aber auch demokratisch. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt nochmal bei der Einfachheit der Argumente ankommen, ist ganz egal, ob diese Leute Argumente haben. Sie haben offensichtlich ein ja tiefes Gespür und wahrscheinlich auch ein berechtigtes, dass so wie die Dinge laufen, sie für sie nicht gut sind. Und dieses Gespür, den Menschen zu lassen und darauf nicht moralisch überheblich zu reagieren, wäre, glaube ich, die erste fast Demutsaktion unsererseits, ja? Wenn ich mich jetzt mal unter was auch immer Intellektualität hier dazu rechne. Und das bietet der Diskurs aber nicht, der ja auf Abgrenzung erzielt. Aber Abgrenzung ist immer auch eine Polarisierung, dass weil wir die ausgrenzen, schreien die umso lauter. Ja? Und da nochmal hinzugucken, das würde ich mir wirklich wünschen. Ja? Und insofern ist das natürlich problematisch gewesen, dass Gabriel es probiert hat, aber dann eben das nicht mehr funktioniert hat und dass kein anderer es überhaupt probiert hat. Ja? Also Ausgrenzung funktioniert nicht. Aber dann doch ganz kurz nochmal darauf zurück. Wie löst man das Dilemma auf? Wenn man sie nicht ausgrenzen will, muss man mit ihnen reden. Wenn man mit ihnen redet, wird es sofort komplexer, weil es eben diese einfache Lösung für den Zustand bezogen auf Deutschland und das Recht auf Europa ja so leider nicht gibt. Doch. Also die These wäre einfach, wir müssen einfach dafür sorgen, dass es diesen Menschen besser geht. Und dann sind die nämlich nicht so gefährdet. Das ist ganz einfach. Wir müssen einfach, ich habe gestern, als ich aus dem Supermarkt kam, so einem Typen die Mods abgekauft, ja, die 2 Euro. Ne? Und dann haben wir so ein bisschen geredet. Und da hat er mir erzählt, ich sage das jetzt ohne, dass ich das gecheckt habe, er hat mir erzählt, dass jetzt auch diese Obdachlosenheime in Berlin irgendwie für die Flüchtlinge benutzt werden und die Obdachlosen jetzt auch noch praktisch de facto seit ein paar Wochen auf der Straße liegen. So, soll heißen, wenn wir diese Flüchtlingskrise auf dem unteren Fünftel der Gesellschaft abladen, die jetzt in eine Konkurrenzbeziehung gesetzt werden, ich bin Hartz-IV-Empfänger obdachlos zu Flüchtlingen, dann wird das nicht gut gehen. Das heißt, entweder wird hier Geld mobilisiert in ganz anderen Dimensionen, als es bisher mobilisiert wurde, für Lehrer, Integration, Sprachkurse und so weiter, dass jeder das Gefühl hat, der Verlust liegt nicht bei mir. Ich muss diese Panik gar nicht haben, weil für mich, um mich kümmert man sich auch. Ja, das, was wir ja sozusagen, das ist mir wichtig. Ja, also was wir jetzt natürlich sehen, ist ja sozusagen die Konkurrenz zwischen Menschenrechten und Bürgerrechten. Ja, der Hartz-IV-Empfänger in Deutschland hat ein Bürgerrecht, so und so und so viel zu bekommen, und der Flüchtling hat nach, wenn er dann Asyl und so weiter hat, den Menschenrechtsanspruch, dass er hier das und das bekommt. Ja, und wir sehen, dass das jetzt vermischt wird. Wir sehen aber auch, dass das eine gegen das andere gespielt wird. Und das darf nicht sein. Insofern glaube ich schon, dass wir eine Menge der Verunsicherungsdiskurse damit beheben oder denen entgegenwirken könnten, wenn wir ein klares Signal senden, wir setzen euch jetzt nicht das untere Fünftel der Gesellschaft in Konkurrenz zu Flüchtlingen, sondern wir kümmern uns auch um euch. Ja? Aber dann rückt die Politik die soziale Frage in den Mittelpunkt. Die soziale Frage steht seit Jahren im Mittelpunkt. Ja, aber mit welchen katastrophalen Auswirkungen? Sie stand nämlich im Mittelpunkt. Wo stand denn die soziale Frage in den Jahren der Republik im Mittelpunkt?
Warum haben wir diese Schere von Arm und Reich? Weil die soziale Frage nicht im Mittelpunkt steht. Ja, wir sind ja bei Ihnen. Da ja, haben wir gut. doch, glaube ich, Konsens, ja, gut. dass das jetzt mal dringend Griechenland und ja, ja. bin ich sofort dabei. Und, aber und insofern, in der Tat, ereilt uns diese Debatte verspätet. Wir haben jetzt, das ist ja auch interessant, wir hatten das Thema eben, ja, die Antizipationsunfähigkeit des Systems. Piketty, die Zahlen, das ist ja nicht neu. Mhm. Rosan Vollon hat sein Buch The Society of Equals 2012 geschrieben. Alle Zahlen da, wir wissen seit langem, dass wir die gleiche Einkommensumverteilung haben wie 1913. Das ist dokumentiert, das ist empirisch erhärtet. Stieglitz hat sein Buch The Price of Inequality. Mhm. Wir verlieren die Demokratie, weil wir die unteren 3/5 längst im demokratischen Prozess in Amerika verloren haben. Das Buch ist von, keine Ahnung, 2011. Das ist alles da. Also die Triple-Wirkung, bis solche Ideen mal so runterkommen auf so verbreiterte Öffentlichkeiten, das ist so ein Sequencing, was sehr problematisch ist. Und die nochmal die Unfähigkeit, mit diesen Analysen irgendwas im politischen Raum zu ändern, ist das zweite Problem, was wir anfassen können und mhm. keiner hat eine Lösung. Aber ansonsten bin ich bei Ihnen. Ja? Rosan Vollon hat ja den wunderbaren Satz in seinem Buch, wo er sagt, vor diesem ganzen Hintergrund muss die Frage, wie wir im 21. Jahrhundert eine neue Verknüpfung von Demokratie und Sozialismus finden, neu gestellt werden. Punkt. Ja? Gut. 2012. Entschuldigung. So soll es sein, bitte. Ja, Thomas Henke, irgendwann auch mal Sozialwissenschaftler und Soziologe. Zum Widerspruch hat mich der Satz gereizt, Demokratie findet nicht auf der Straße statt. Weil, entweder habe ich das falsch verstanden, aber mir ist das jetzt zu sehr auf den parlamentarisch-politischen Raum fokussiert. Wo ich sage, gut, wenn da die Demokratie in der Form nicht stattfindet, dann muss sie auf der Straße stattfinden. Weil die Demokratie geht vom Volk an. Alle Macht geht vom Volke aus, übt sie in Demokratien und Abstimmungen aus, aber auch direkt. Und ich denke, dann müssen wir die Kontroverse wirklich auch auf der Straße auch führen. Ja, wo ich jetzt nicht nur die Gegendemonstrationen mit meine, sondern wenn ich das dann sehe, ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, einen Artikel in der Süddeutschen gelesen, wie die Situation in Bayern wirklich aussieht, dass die Einzigen, die ein Problem mit den Flüchtlingen haben, das sind die Landräte der CSU. Ja, die Menschen, die da vor Ort an der Grenze stehen, an den Turnhallen stehen, die helfen, die haben dieses Problem nicht. Und ich denke, da findet auch Republik statt, ja, wenn alle wirklich dann versuchen, das Problem anzugehen und gegen Nation und gegen Grenze zu arbeiten. Und da müsste man viel stärker rangehen, würde ich erst mal sagen. Und nicht nur diesen Fokus auf das Europäische Parlament zu legen, weil jeder, der da arbeitet, der ist Europäer und der arbeitet dementsprechend. Also ich bin bei Ihnen und will auch eigentlich gar keinen Widerspruch. Also ich glaube, den Punkt gemacht zu haben, dass das, was wir an Zivilgesellschaft, Straße, Protest und so weiter sehen, für mich in der Analyse zumindest in erster Linie mal eine Reaktion ist auf ein hochgradig dysfunktionales System. Und zwar auf europäischer Ebene, aber zunehmend eben auch auf nationaler Ebene. Und insofern wir diese Diskursverlagerung haben von Parteien und geschlossenen parlamentarischen Räumen auf eine Auseinandersetzung der Straße. Ja? Das können wir jetzt erstmal so wertfrei da stehen lassen. Und ich habe auch nichts dagegen, dass wir uns laut und immer lauter zu Wort melden, weil uns das nicht gefällt. Da, wo ich gerne nochmal nachdenken würde, ist einfach, ob uns dieses permanente Kratzen an der Oberfläche, sozusagen die Zivilgesellschaft manifestiert sich da draußen, aber eben nicht, wir hatten das eben, an den Maschinenraum kommt, ob uns das in die permanente Selbsterschöpfung sozusagen bringt, ja, weil wir uns selber vor lauter Engagement erschöpfen und trotzdem die Stellhebel, also ne, dass der Transmissionsriemen da in diesem Maschinenraum nochmal funktioniert, die kriegen wir nicht gefixt. Das habe ich eben mit diesem zivilgesellschaftlichen Stellungskrieg mal in Anführungsstrichen versucht zu beschreiben. Das wäre das Zweite. Und das Dritte ist, wo ich dann trotzdem einen Punkt mache, ist, sollte uns das gelingen, den Maschinenraum wieder funktionsfähig zu machen, was ja das eigentliche Ziel sein sollte, damit wir mal wegkommen von dieser zivilgesellschaftlichen Selbsterschöpfungsnummer, dass ich dann trotzdem klar auf dem Boden einer repräsentativen Demokratie stehe, weil die Mehrheit der Straße, das wissen wir aus der gesamten Soziologie, schnell zu mobilisieren ist, oft für das Falsche, der Mob und Sokrates. Ja? Und dann ist natürlich die eigentliche Frage, wie organisieren wir morgen, hier saß jemand von den Piraten, die repräsentative Demokratie? Und da wird es dann spannend. Muss das noch der geschlossene parlamentarische Raum sein? Oder machen wir dann App-Stimmung? Ja? Also jeder hat App-Stimmung, Doppel-P, ja? Abstimmung, App-Stimmung.
Liquid Democracy, dekonstruieren wir den physischen Raum der repräsentativen Demokratie, ohne die repräsentative Demokratie als Idee zu dekonstruieren. Das wäre sozusagen die Denkaufgabe. Ja? Aber im rousseauschen Sinne bin ich immer noch bei Volonté générale und nicht Volonté de tous. Und die Neuorganisierung der Volonté générale unter gegebenen informationstechnologischen Bedingungen, glaube ich, ist die Denkaufgabe des 21. Jahrhunderts. Aber ich möchte noch mal auch zurückkommen auf Ihr Beispiel mit der Kraft der Grünen, die heute da sind, wo sie da sind. Und sie sind deshalb da, weil es in dieser Bewegung ja auch viel mit Emotionalitäten zu tun hat, die im öffentlichen Raum stattgefunden hat. Das ist heute weniger geworden. Wenn ich mir genau ansehe, was eigentlich die spanischen Jugendlichen machen, die griechischen Jugendlichen machen, überall da, wo sozusagen Not und Arbeitslosigkeit, insbesondere für die junge Generation da ist, passiert eigentlich kaum was. Da fehlt also diese Kraft, die damals bei den, aus meiner Sicht, bei den Grünen da war. Und insofern würde ich schon appellieren wollen, natürlich ist das nicht sozusagen der Kampf der Megafone, den wir jetzt hier lostreten wollen, aber schon auch den öffentlichen Raum zurückzuholen im Sinne der Verstärkung der repräsentativen Demokratie. Erst dann, glaube ich, kommen wir zu diesen Umwälzungen, wie Sie sagen, oder zu dem Umstülpen, was wir erreichen wollen. Wenn sozusagen diese Kraft aus den Parlamenten kommt, sie nicht. Die kommt nur von den Bürgern, die sich mit einer bestimmten Idee identifizieren und das auch öffentlich zeigen und dafür eben montags auf die Straße gegangen sind, DDR meine ich, jetzt nicht Dresden heute. Lesen Sie mal die Rede von Harald Schumann, den Sie sicher kennen, Tagesspiegel, aus dem Kopf, 21. November diesen Jahres, 10 Jahre Lobby Control. Ja? Eine wunderbare Rede, die absolut fantastisch mit Zahlen unterfüttert, dekonstruiert, die ganze Zivilgesellschaft, Finance Watch und so weiter, was wollte man machen, was wurde erreicht. Ja? Und die ganz deutlich den Punkt macht, so viel Zivilgesellschaft, so viel Bemühen, fast kein Outcome. Und der am Ende den Punkt macht und sagt, wir müssen ins Parlament, wir müssen uns den Maschinenraum zurückholen. Mhm. Ja? Und das wäre auch mein Argument. Insofern habe ich nichts gegen Zivilgesellschaft. Ja, ich will, dass das da ist. Nein. Und wir können damit ganz sicher Schadensbegrenzung machen, laut werden, Meinungen in das öffentliche Bewusstsein hineinspülen, Diskurse konturieren, absolut gut. Ja? Ich möchte nur nicht, dass die Zivilgesellschaft zum Ersatz wird für ein funktionierendes politisches System. Ich glaube nicht an die permanente Mobilisierungsmöglichkeit der Zivilgesellschaft. Ja, ich möchte nicht, dass die sozusagen die Flüchtlingsproblematik in Deutschland auf der Zivilgesellschaft abgewälzt wird. Nein, das will ich nicht. Also so schön ich das finde, will ich das nicht, weil ich mich als Bürgerin auch nicht permanent sozusagen mobilisieren lassen will oder in einer Mobilisierungspflicht stehen möchte. Ich möchte auch sonntags ins Theater gehen und nicht im Flüchtlingsheim Pullover verteilen. Ja? Dürfen. Ich möchte das dürfen. Was nicht heißt, dass ich nicht auch wollen kann, dass ich das mache. Aber diese sozusagen die Zivilgesellschaft als Substitut für funktionierende Staatlichkeit, das finde ich, da ist die Stellschraube. Und das aber dann auch mal zu artikulieren und eben nicht zu sagen, wir sind die tolle Zivilgesellschaft, wir sind jetzt froh, dass wir uns auch noch um die Flüchtlinge kümmern dürfen, da haben wir wieder was zu tun. Da finde ich, ich zumindest bin da nicht dabei. Ja? Ich lasse mich da auch gerne, können ja andere anderer Meinung sein, aber ich bin da nicht. Ja? Sondern ich möchte da einfach eine vernünftige Staatlichkeit im republikanischen Sinne, nämlich dass die Volonté générale hier gehalten wird von einem System, das das löst und Mittel dafür zur Verfügung stellt und nicht diese Ventilfunktionen sozusagen generiert. Pavel greift nochmal zum, nicht Telefon, sondern Mikrofon. Und Bettina sitzt schon in Wartestellung, komm doch ruhig dazu. Denn dann würde ich doch sagen, nach diesen Runden und Ihrer Reaktion auf die weiteren Statements oder Fragen, schließen wir die Runde. Pavel. Genau, ja, vielleicht ein Punkt, wie ich das jetzt empfunden habe, als jemand, der, ich sag mal, vor 4, 5 Jahren quasi zum Parlamentarier geworden ist, mit einem ganz anderen Lebensweg, aber sagen, dass einmal das zumindest, was jetzt das Landesparlament angeht, die dort die Auseinandersetzung auf einem doch nicht sehr hohen intellektuellen Niveau
stattfindet, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie das jetzt auf Bundesebene oder europäischer Ebene, das da wäre sozusagen auch eine Frage an Sie, die das länger beobachten, wie es denn sozusagen um das intellektuelle Niveau des Diskurses im, ich sag mal, nationalen oder europäischen Parlamentarismus aussieht. Die eine Sache, die andere Sache, jetzt das Verhältnis jetzt Parlament zu Öffentlichkeit. Wir hatten ja in Berlin dann auch erstmals eine, ein Volksbegehren zum Tempelhofer Feld, was funktioniert hat, was tatsächlich sozusagen schon die Koalition oder generell die Abgeordneten in mehr oder weniger Angst und Schrecken versetzt hat oder sagen wir so, dass sich das wiederholen könnte, das führt dann tatsächlich dazu, dass man tatsächlich bewegt, sich anfängt zu bewegen, dass da tatsächlich plötzlich eine Machtwirkung von außen sich auf das Parlament entfaltet. Auf der anderen Seite genau die Probleme, man dann sieht, dass normalerweise solche Bewegungen, die dann halt eher nur ein bestimmtes Ziel im Auge haben, dann nicht wirklich kompromissfähig sind, dass das auch alles nicht wirklich gut funktioniert. Da wird Druck entfaltet und am Ende, man hat das Gefühl, stehen dann vielleicht noch faulere Kompromisse, als ohnehin schon sie nötig gewesen wären im Parlament. Aber das vielleicht noch, dazu, dass das alles schwierig ist. Und alles hängt mit allem zusammen und der Schmetterling in China und so weiter. Fangen wir mal an mit diesem Eliten und dem Verfall der parlamentarischen Kultur. Also ich habe mich inzwischen jetzt daran gewöhnt, dass ich mir viele Feinde mache mit dem, was ich sage, also mache ich mir jetzt noch mehr Feinde. Ich bin für Elite. Ja? Also die Idee, also erstmal dieses Europas ein Elitenprojekt und deswegen funktioniert es nicht, als wenn die Bundesrepublik Deutschland irgendwie jemals vom Volk regiert worden wäre. Ja, also können wir das nochmal gerade dekonstruieren. Es waren immer Eliten, die sich sozusagen den staatlichen Maschinenraum geschnappt haben. Ja, das ist in den USA nicht anders, da sind es halt die Yale- und Berkeley-Absolventen und in Frankreich ist die ENA und in so. Ich sage jetzt mal, ich habe nichts dagegen. Ja? Also ich finde es eigentlich gut, wenn sich kluge Leute das... Ja, man will ja auch lieber von Klügeren als von dümmeren Leuten. Und dann müssen wir mal ein bisschen Punkt machen. Ja? Weil so sehr ich mich vielleicht dazu bekennen würde, selber Elite zu sein, und zwar im doppelten Sinne, das große Glück gehabt zu haben, gut ausgebildet zu sein, aber auch Elite im Sinne von, ich zeige gesellschaftliche Verantwortung, ja? Ich mache sowas wie heute sonntags morgens umsonst und so. So sehr ich vielleicht sage, dass ich zur Elite gehöre, so sehr möchte ich nicht elitistisch sein. Ja? Und da liegt die Stellschraube. Nämlich, dass Eliten, wenn sie schon das Glück haben, sich um die staatlichen Belange im republikanischen Sinne kümmern zu dürfen, dass sie das im Sinne der Volonté générale machen. Und das ist schiefgelaufen. Ja? Das, was wir haben, da kann ich noch mal eine halbe Stunde zu reden, ist, dass wir in den letzten 20 Jahren, seitdem wir uns diese neoliberale Agenda haben wirkungsmächtig werden lassen, haben wir vor allen Dingen folgendes Problem, und zwar ganz soziologisch gesprochen, dass die klügsten Köpfe de facto auch gekauft wurden. Ja? Die wurden, das passierte in meiner Generation. Ich habe 89 meinen Abschluss gemacht und man konnte so sehen, dass mit 89 die Klugen sind damals alle zu KPMG und zu Goldman Sachs gegangen. Und noch eine Generation vorher sind die alle in staatliche Funktion gegangen. Da war das toll, man wird Beamter oder man leitet den Deutschlandfunk, man wird Journalist, man geht zum Spiegel, wie auch immer. Man wurde irgendwie so intellektuell, institutionell staatlich. Warum? Man hat immer noch genug verdient und man hatte trotzdem den interessanteren Job. Ja? Das wurde geknackt in dem Moment, wo wir die Gehaltsstruktur von ungefähr 1 zu 25 zwischen dem Arbeiter und dem Kreissparkassendirektor so um 1990 aufgebrochen haben und das entgleist ist von 1 zu 240. In dem Moment war es sozusagen den Brains of a Generation so leicht gemacht, zu sagen, ich mache jetzt mal Goldman Sachs, dass sich im Grunde, da ist was passiert. Ja? Und dann passiert da natürlich, dass sie mit sozusagen der zweiten, dritten, vierten Generation dann von anderen Leuten regiert werden. Und das sehen wir jetzt. Ja? Insofern würde ich sagen, tatsächlich haben wir einen Verfall, dass ich will jetzt gar nicht sagen Korrumpierbarkeit, aber doch so ein gewisser Moralverlust von Eliten, die sich nicht mehr um das
allgemeine Gute, also die Volonté générale gekümmert haben, dass man das wahrscheinlich nachzeichnen kann. Ich sage das jetzt mal, ich bin nicht am WZB, ich habe keine empirische Studie dazu gemacht, aber so. Die Bücher gibt es auch schon dazu. Ich empfehle hier wirklich, es ist ja alles in der Kamera, vielleicht wollen die Leute das so ein bisschen nachlesen, Jean-Luc Michéa, französischer Politologe, hat ein wunderschönes Buch geschrieben, L'Empire du Moindre Mal, das Reich des kleineren Übels, der wunderbar sozusagen diese Amoralität der regierenden Eliten nachzeichnet und daran einen falsch verstandenen Liberalismus festmacht. Und ich glaube, das ist ein Teil der Antwort Ihrer Frage, wenn sich die Eliten nicht mehr sozusagen um das System kümmern, sondern zu sehr in die eigene Tasche wirtschaften, dann kracht das System und das erleben wir jetzt. Und es kracht deswegen, weil sie natürlich immer bestimmte Leute verlieren. Ja, sie können nicht alle mitnehmen, das ist immer so Pareto-Optimum 2080, aber in dem Moment, wo sie 30% verlieren, und der europäische Populismus ist ja nicht ungefähr im Moment bei um die 30%, ja, in dem Moment fangen die 70% an, auf die 30% zu reagieren. Und das passiert, weil wir de facto zu viele Systemverlierer erzeugt haben, über teilweise amoralisches Verhalten. Es gibt dazu dieses brillante Buch von den paar Amerikanern, The 13 Bankers, We Knew What We Do Wasn't Moral, But It Was Legal. Ja? Und das ist im Grunde bezeichnet die Anstandslosigkeit von Eliten, die ein System missbraucht haben, um sich selber in die Tasche zu wirtschaften, anstatt die Volonté générale zu halten. Und die Quittung ist, zu viele Systemverlierer, zu viele Systemgegner, um die 30%, die 70% reagieren auf die 30 und die Demokratie kracht. Das ist, glaube ich, also sehr kurz und sehr verkürzt natürlich, immer schwierig, wenn man sowas dann auch noch gemainstreamt, also sozusagen jetzt live gestreamt in so eine Kamera sagt, wahnsinnig verkürzt und trotzdem darstellbar. Und die Konsequenz kann aber nur sein, dass wir jetzt nicht dem Volk, also sozusagen dem Volk in Anführungsstrichen, den diskursiven Raum überlassen, sondern die Konsequenz kann eigentlich nur sein, dass wir wieder ein anständiges, im Wortsinn anständiges politisches System schaffen, in dem möglichst gut ausgebildete Leute und möglichst die Besten anständig in einem gut funktionierenden Maschinenraum wieder gute und anständige Politik für das Volk, bei mir lieber die Bürger und vor allen Dingen die Bürger da unten machen, indem sie wieder verstehen, Republik ist, sich zu kümmern und zwar um die, die es am meisten brauchen. Bettina? Und ich muss. Ja, ich bin Bettina Günther. Ich finde das, also vieles ist jetzt vorweggenommen, was Sie gerade gesagt haben, zu dem, was ich eigentlich auch sagen wollte, nämlich dass ich glaube, beides hängt sehr eng zusammen. Also wenn es nicht einen gewissen Druck von irgendwo unten gäbe, Straße wie auch immer, dann würde sich oben... Oh. Eins. Also es würde sich unten nicht unbedingt, es würde sich in den Parlamenten nicht so viel bewegen, wenn ich auch von unten was käme. Das sind diese 30%. Im Moment sind die, die am lautesten schreien, eben leider AfD und Pegida und ähnliches. Aber vielleicht muss man einfach wieder dahin kommen, dass die, die mal lauter sind, eben die TTIP-Gegner sind, die mehr waren auf der Straße als alle Pegida-Leute. Das muss man ja vielleicht auch mal irgendwie sagen, ne? Also es ist ja nicht so, dass das von der Masse her jetzt so wahnsinnig wenig sind. Oder diejenigen, die, sagen wir mal, Modernisierungsverlierer sind oder wie auch immer. Und da scheint mir das Problem zu sein, dass die Begrifflichkeiten einfach von den falschen Leuten besetzt sind, dass solche Begriffe wie Solidarität jetzt irgendwie immer nur noch, also ich könnte immer kotzen, wenn ich Begriffe wie Reform oder Solidarität höre. Und im Grunde muss man sich sowas zurückerobern, dass es eben nicht mehr in dieser neoliberalen Art und Weise gedacht ist und dass dieses, sagen wir mal, neoliberale Hegemonieprojekt wirklich mal etwas auseinandergenommen wird. Und dazu muss man aber natürlich wirklich auch die Realität sich angucken. Also man darf den Leuten ja nicht nur was versprechen, sondern sie wollen ja wirklich besser leben. Und das ist leider das, was ja offenbar den anderen offenbar besser gelingt. Also die versprechen das Blaue vom Himmel runter, wenn die Flüchtlinge weg sind, dann geht es ja offenbar allen irgendwie prima. So können wir ja nicht agieren. Also wir
können ja nicht einfach nur versprechen, es müsste ja den Leuten dann wirklich auch besser gehen. Und das ist natürlich deutlich schwieriger, weil man ja bestimmten Leuten einfach auch ihre Freunde beschneiden muss. Also eben auf bestimmten ökonomischen Ebenen, und die lassen sich das halt nicht so leicht wegnehmen. Ne? Das ist ja leider das Problem. Ne? Ja, also ich bin absolut bei Ihnen. Ja, also das Lautwerden ist gar nicht, natürlich, ja. Also was ist denn passiert, als die Bauern die Bastille gestürmt haben? Was hat denn Marie Antoinette vorher gesagt? Ja, wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. Ja, also dieses Denial, diese Leugnung ist ja eigentlich das, was gerade auch wieder stattfindet. Ja, wir haben ja sozusagen so eine systemische Leugnung, dass da draußen was passiert. Insofern ist das Lautwerden ja nur eine Reaktion, bin ich ganz bei Ihnen. Ich bin auch bei Ihnen, dass wir die Begriffe, also so haben wir ja angefangen, ja. Ich bin absolut dafür, dass wir uns zentrale Begriffe der Gesellschaft, also der sozusagen Gesellschaft zurückholen. Die Republik, die Respublika, das Gemeinwohl, die Bürger, Bürger und nicht Menschen, schon gar nicht Volk, ja. Also Begriffe, tout est langue, Françoise Dolto, Begriffe sind es. Und in dem Moment, wo wir mit sozusagen formal entleerten Begriffen, Föderation, Integration, Multilevel Governance, vorbei, ja, wir brauchen die Republik, das Republikanische, wir brauchen das Soziale, die soziale Frage, wir brauchen natürlich den Begriff der Demokratie, aber auch Partizipation ist natürlich ein entkernter Begriff, wenn man nur an der Oberfläche kratzt, ja. Das heißt, wir brauchen wirklich Begriffe zurück in, für uns, ja, für die Gestaltung von Gemeinwesen, überhaupt nochmal Gemeinwesen, Gemeinwohl, Gleichheit, politischer Gleichheitsgrundsatz. Und ich glaube wirklich, diese Begriffe müssen wir uns absolut massiv zurückholen und keine Angst davor haben. Das ist ja so ein bisschen diese Angst, ja, dass man sozusagen, die sind jetzt da und wir kriegen das nicht mehr hin. Ansonsten bin ich auch bei Ihnen. Natürlich ist at the end of the day die Frage, wo kriegt man sozusagen das Geld her für die bessere Politik? Ja, das ist Ihre Frage, richtig. Ja, wahrscheinlich doch durch ein bisschen Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer und Finanztransaktionssteuer und so weiter. Diese ganzen Prozesse, die mit einer Schwerfälligkeit ja rollen und die wir scheinbar systemisch gar nicht mehr im Griff haben. Nicht, dass ich da in jedem Detail die Antworten hätte, aber nur mal um die Fragestellung klar zu kriegen. Aber warum ist das, Sie haben das Buch wahrscheinlich gelesen von diesem Wüllenweber, ja, die Asozialen, wie Ober- und Unterschicht Deutschland kaputt machen. Da ist ein interessantes Beispiel drin. Das Beispiel ist, dass wenn man das Erbe freistellen würde für bis zu 200.000 Euro, dann könnten 90% der Deutschen alles, was sie haben, vererben. Die meisten Deutschen haben entweder kein Einkommen, also kein Vermögen, 50% hat gar nichts und die anderen 40% haben bis zu 200.000. Ja. Das heißt, das Häuschen der Oma und so kann alles vererbt werden. Wenn Sie die Deutschen fragen, ob sie für die Erbschaftssteuer sind oder eine Erhöhung der Erbschaftssteuer, sagen 77% der Leute nein. Obwohl 90% der Leute gar nicht davon betroffen werden. Das war genau das Problem der SPD bei den letzten Wahlen, die gesagt haben, wir machen irgendwie, keine Ahnung, was wollten sie an Besteuerung haben und ab 70.000 Jahresbrutto, glaube ich. Und die Krankenschwester, die dann gesagt hat, ich bin jetzt auch Mittelstand, also diese hat, ne, hat dann Angst gehabt, sie kommt jetzt in die höhere Besteuerung, weil sie sich zur Mittelschicht zugehörig fühlt. Und das können Sie alles nachlesen bei dem fantastischen Buch von Ulrike Herrmann, Hurra, wir dürfen zahlen. Also die Trennung zwischen Diskurs und also der, das ist ja nur die Psychologie, dass Sie, wenn Sie sagen, wir haben 10% da oben, 20% da unten und dann gibt es die Mittelschicht, dass es diskurstechnisch einfach gelingt, der Mitte immer noch zu erzählen, Arbeiter hart und du kommst da oben an, obwohl wir jede empirische Evidenz haben, dass das nie so sein wird, aber die Mitte psychologisch vor lauter Abstiegsangst nur das eine Problem hat, sich von unten abzugrenzen, anstatt zu sagen, aus den 60 und den 20 da unten machen wir jetzt mal 80 gegen da oben. Ja? Und so kommt es diskurstechnisch immer noch, dass die 60 der Mitte den 10 da oben oder den 20 hinterher hecheln, weil sie glauben, sie schaffen das auch, wenn sie nur redlich sind. Und wir diese Bruchstellen haben. Und das ist jetzt natürlich nur ein psychologisches Argument, aber wenn wir das durchbrechen könnten, weil Diskurse sind ja genauso eine Realität wie die politische Realität dahinter. Mhm. Ja? Dann wäre das Erste, dass wir diesen Mechanismus klar machen, dass wir der Krankenschwester praktisch erzählen, sie kann gerne die SPD wählen, sie wird sie persönlich nicht höher besteuert, ja? Und dass wir es dann einfach schaffen, bestimmte, the state can tax,
dass man das Geld wirklich wieder da abholt, wo man es haben kann, nämlich bei den doch sehr Reichen. So, ich muss leider einen Break machen und hoffe doch, dass... Es kann noch lauter werden und noch länger dauern, das Klatschen, aber wir müssen eben, wie gesagt, leider Schluss machen. Wir haben den Raum für eine bestimmte Zeit reserviert. Es war toll, wir haben eine große Aufgabe gemeinsam. Ich hoffe, wir verlieren uns nicht gegenseitig auf diesem Weg, den wir da vor uns haben. Also die, die unsere Videos aufrufen, werden natürlich nichts gegen die Literaturliste haben, aber bisher haben wir da nie Probleme gehabt und ich denke erst recht nicht bei dieser Veranstaltung.